Rechnung, du hättest tatsächlich dicht gemacht. Komm, sieht so aus, als hätte ich eine Galgenfrist. Und, was ist passiert? Noch ist nichts passiert. Das heißt, ich komme gerade vom Notar. Zahlungsaufschub. Eine Testamentseröffnung. Du erbst. Wie viel? Sag schon. Naja, ich muss mich erst mal schlau machen, aber was auch immer dabei rauskommt, lass uns auf meinen Onkel Kurt anstoßen. In einer Viertelstunde bin ich da, Mama. Halt ihn bitte zurück. Ich möchte mich unbedingt persönlich für den Auftrag bedanken, ja? Also bis gleich. Tschüss. Dr. Marquardt kann nicht länger warten. Entschuldigung. Guten Tag. Tut mir wirklich leid, Frau Herzog. Ich wollte sagen, es ist eine große Ehre für uns, dass die Jubiläumsedition auf unserem Papier gedruckt wird. Wir sind sehr stolz. Sie sind nun mal der Garant dafür, dass alles nach unseren Vorstellungen ausfällt. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Du wirst dir noch mal die Zunge brechen vor lauter Höflichkeit. Mir fällt kein Stein aus der Krone und dem Kunden tut's gut. Frau Herzog! Kommen Sie bitte! Okay, Sie checken auf jeden Fall, ob da unten noch irgendwas zu machen ist. Die ganze Anlage steht. Aber wir haben doch Ersatzteile. Nein. Ja, alle drei Pressen sind beschädigt. Das Wasser hat ein Werkzeug erfasst und mitgerissen. Jetzt ist die Beschichtung hinüber. Da geht nichts mehr. Sind Sie sicher? Das heißt, die Pressen müssen ausgebaut und repariert werden. Wie sollen wir die Lieferung noch rechtzeitig rausbringen? Frag mich was Leichteres. Hört sich gut an. Ich rufe dich zurück. Was macht ihr denn für Gesichter? Die 2 fällt aus, Totalschaden. Wir brauchen so schnell wie möglich Ersatz. Das dauert mindestens 3 Wochen. Und der laufende Auftrag? Tja, da muss die Konkurrenz einspringen. Mir fällt nur X-Papier ein. Ich kann nachfragen, ob die Kapazitäten frei haben. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Fällt uns was Besseres ein? Dann prüft das bitte. Jedenfalls bedeutet das kein Verdienst und 2 neue Getriebe. Ich darf gar nicht dran denken, was da für Kosten auf uns zukommen. Euch ist hoffentlich klar, dass es doch keine Ausschüttung geben wird. Leider. Wie bitte? Ich weiß, ich hab's versprochen. Ja, aber so geht das nicht, Barbara. Irgendwas ist immer. Reparaturen, Investitionen, Rücklagen für Krisenzeiten. Mach eben mal Schulden. Jeder normale Mensch macht Schulden. Wir haben vereinbart, dass das Geld in der Fabrik bleibt, wenn die Umstände es erfordern. Und wann das ist, entscheidest du allein, oder wie? Seid ihr bisher schlecht gefahren mit meinen Entscheidungen? Na also. Du musst doch einsehen, dass ich gar keine andere Wahl habe. Wir können das heute Abend besprechen. Ina wird auch da sein. Ich muss los, den Landrat beruhigen. Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Wahrscheinlich hat uns wieder irgendjemand angeschwärzt. Also ciao, bis später. Kannst du mir mal sagen, wie ich das Silke verklickern soll? Sie wird toben und sich wieder beruhigen. Ich könnte euch was geben. So war das nicht gemeint, Mama. Weiß ich doch. So. Entschuldigen Sie. Geht schon, danke. Ich liebe diese Karre, aber sie benimmt sich wie eine Diva. Irgendwas ist immer... Wenn man ein Schmuckstück besitzt, dann muss man es auch pflegen. Dann passiert sowas nicht. Ach, tatsächlich, ja? Hallo, Toni. Servus, alles gut? Verzeihung, darf ich? Moment. Jetzt hat er auch noch kein Geld dabei. Sagen Sie, machen Sie fremde Männer immer so, ne? Definitiv nicht. Nur wenn Sie mir meine Zeit stehlen. Ich habe nämlich noch einen Termin, falls Sie wissen, was ich meine. Geht's auch ein bisschen schneller? Geht es auch ein bisschen freundlicher? Was? Die Art und Weise, wie Sie mir Ihr Anliegen unterbreiten? Ich habe kein Anliegen, ich habe keine Zeit. Kennen Sie die Definition von Zeit? Zeit ist das im menschlichen Bewusstsein individuell erlebte Vergehen von Gegenwart. Toll.
Reicht es für beides? Ja. Servus, Toni. Servus. Und die historische Kennen Sie diese Lady? Klar, ist die Chefin der Papierfabrik. Maybach Papier? Ja. Das hat sich erledigt. Wie, die hat für mich bezahlt? Ist mir noch nie passiert. Was haben Sie, das ich nicht habe? Du wirst es nicht glauben, aber es klappt wirklich mit diesem super schnuckeligen kleinen Hotel in Saint-Germain. Super schnucklig und super teuer. Hier, schau mal, mehr Paris geht wirklich nicht. Hier, man sieht vom Bett aus über die Dächer direkt auf Notre Dame. Wir brauchen nur zu bestätigen. Silke? Ob das mit diesem Candlelight-Dinner auf diesem Seine-Dampfer hinhaut, das weiß ich noch nicht. Aber ich bin genau dran. Du weißt doch, Audrey Hepburn und Cary Grant in Charade? Ich weiß nicht, wie... Du brauchst dir um Max und Peter keine Sorgen zu machen. Die freuen sich riesig, die Herbstferien bei ihren Cousins zu verbringen. Aus der Reise wird nichts. Wie jetzt? Die Ausschüttung fällt flach. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir müssen die Maschine ersetzen. Es geht nicht anders, sonst steht die Produktion still. Aber wenn dir so viel an Paris liegt... Vielleicht geht es ja auch eine Nummer kleiner. Wir könnten ein Hotel in einem Außenbezirk oder... Warum übernachten wir nicht gleich auf dem Bahnhof? Das kostet gar nichts. Nein, Rainer. Wir haben uns jedes Detail dieser Reise ausgemalt. Wir wollten uns wie die Könige fühlen. Max? Peter? In einer halben Stunde ist Abmarsch. Muss ich dann für den Flieger fertig machen? Wir wollten nachher Fußball gucken. Und Fußball können wir auch bei Oma gucken. Oh, das ist so ätzend. Also einmal die Woche Familie, das ist wohl nicht zu viel verlangt, oder? Das hat mir auch nicht geschadet, oder? Das sei noch mal dahingestellt. Du stehst doch nach wie vor unter Barbaras Fuchtel. Warum hast du ihr nicht widersprochen? Du, sie hat nun mal die Verantwortung dafür, dass die Finanzen stimmen. Die spinnt doch. Ihre Sparsamkeit ist schon pathologisch. Die weiß schon, was sie tut. Außerdem haben wir das gemeinsam beschlossen. Gemeinsam? Sie mimt die feine Dame und überlässt dir die Knochenarbeit. Du, ich bin nun mal der Praktiker und sie der bessere Organisator. Sowas nennt man klare Arbeitsteilung, das weißt du doch. Geh nur weiter in die Tasche. Aber von Verantwortung auf Augenhöhe kann doch überhaupt nicht die Rede sein. Ich will da heute nicht hin. Sag ihnen, ich habe Migräne. Du hast nie Migräne, Schatz. Jetzt komm schon. Ach, das ist einfach eine Riesenkacke. Ich habe mich so auf diese Reise gefreut. Ja, ich doch auch. Jetzt komm! Mann, kannst du mich fangen? Ja. Oh, mach's besser! Ja, wenn du so hoch schlüpfst, kann ich dir jetzt nach dir schlafen. Schau, so meine ich. Siehst du? So fängt man. Ja, voll. Hallo. 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 Wohnt ihr hier? Nö, wir sind nur mittwochs da. Familientag. Wahrscheinlich kriegt eins auf die Rübe. Dann ist das im Moment wohl ein bisschen schlecht. Hä? Ich komme einfach später noch mal wieder. Könnt ihr das bitte Frau Maybach geben? Welcher? Mami oder Omi? Oder Tante Barbara? Der hier. Tschüss. Na, wie hat die Silke reagiert? Rühr lieber nicht dran, sonst geht sie hoch. Du? Wollte er nicht reinkommen? Er hat gesagt, er kommt ein andermal. Die sind nicht für dich. Die sind für Tante Barbara. Den hast du mitgenommen. Max, Peter, stopp! Nehmt es mit ins Esszimmer. Aufpassen.
Nee, aber wo sind die Gläser? Wo sind die Gläser? Ja, ich stell das da drüben ab. Kannst du schon mal das Besteck verteilen? Lea, mach ich mal nicht allein. Wer hat denn gestern ins Zimmer aufgeräumt? Du hast ja mit Augen gespielt. Hallo, mein Schatz. Ja, hallo, Mama. Hallo, Ina. Hi. Hallo. Frau Herzog. Yeah. Schön, dass du kommst. Trotz Examenstress. Diesmal bleibe ich auch ein paar Tage. Hier werde ich weniger abgelenkt. Wenn das mal kein Vorsatz bleibt. Bisschen Ablenkung darf sein, oder? Ina. Hallo, Omi. Hallo. Hast du deinen Verehrer endlich eingeladen? Flüstern verboten. Na, sag schon, kommt er? Ich bin schon gespannt. Omi, du hast dich doch nicht getraut. Ah. Mein Gott! Ich dachte schon, du kneifst. Wieso? Na, warst du nicht vorhin schon mal da? Ich? Also zu meiner Zeit haben die Verehrer der Töchter den Müttern Blumen gebracht. Du drehst den Spieß um. Verzeih, meine Liebe, aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja. Hier geht's rein. Das ist Roland Meissner, ein Bekannter, meine Tochter Barbara. Freut mich. Sehr angenehm. Hallo, Rainer, ich bin der Sohn. Ah ja, Roland Meissner. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ja, gern. Sieht nett aus, der Herr Meissner. Bin ich aber froh, dass er dir gefällt. Hat er Familie? Meine, was macht er denn so? Kennst du den schon lang? Was meinst du mit lang? Naja, du lädst ihn zu uns nach Hause ein. Es fehlt nur noch die Frage, ob es etwas Ernstes ist mit uns beiden. Ist es was Ernstes? Übrigens, wer schenkt dir seit neuestem Blumen? Mir? Na, der Strauß dort. Ja, Mama. Ina, kommt ihr zum Essen? Vorschlag. Wir bringen dieses Essen hinter uns und danach kommst du mit zu mir, okay? Heute nicht. Mama sieht mich so selten. Wie oft haben wir uns letztes Semester gesehen? Machst du mir jetzt auch noch Stress? Klar. Schon unterwegs. Dann schläfst du eben hier. Nee, das halte ich für keine gute Idee. Deine Mutter muss sich ja so schon zusammenreißen. Ein Presseheini an ihrem Familientisch. Was bildest du dir ein? Leider nicht. Wir sind heute schon mal aneinander geraten, im Rathaus. Sie wäre fast auf unserer Titelseite gelandet. Maybach versaut unser Grundwasser oder sowas. Ausgerechnet wir? Eben. So Umweltschützer, die hatten mir gesteckt, dass der Landrat sie zu dem Vorwurf hören will. War natürlich nichts dran, aber sie dachte, ich habe die Sache angezettelt. Okay. Man hat dir gar nichts angemerkt. Respekt. Ja, Kontenance ist eben alles, aber wir sollten das nicht überstrapazieren. Manchmal glaube ich, sie hätte sich was Seriöseres für ihre Tochter gewünscht. Also die Tochter. Die fände den ziemlich sexy, diesen Klatschreporter. Sag mal, hast du was? Ist den ganzen Abend schon so komisch. Bist du sauer? Ja, ich bin sauer. Und ich habe auch allen Grund dazu. Deine Mutter hat die Ausschüttung gestrichen, weißt du? Und wir schauen mal wieder in die Röhre. Nichts mit Paris. Kann Rainer eure Reise nicht irgendwie anders finanzieren? Sag mal, wie stellst du dir das eigentlich vor? Meinst du, wir schwimmen im Geld? Rainers Gehalt deckt gerade mal so die Kosten. Dass wir extra wünschen, nichts mehr übrig. Wenn du was willst, dann rufst du deinen Papa an. Du wünschst dir ein Pferd? Papa zahlt. Du willst ein Auslandssemester machen? Papa zahlt. Du hast überhaupt keine Ahnung. Ja, ist ja gut. Nein, nichts ist gut. Pass doch zur Villa! Hat sie was? Keine Ahnung. Schieß doch! Seid doch ein Spiel, wenn ich mit dem Schlamm weg.
möglicherweise aus Gründen der Schonung. Gibt's überhaupt nicht. Nein, Gott! Spiel halt jetzt rüber, verdammt nochmal! Pass doch, ey! Sie nur hier, die Hose liegt fein und hinten. Mann! Schieß doch! Komm, der Fred steht! Meine Mutter macht ein Riesengeheimnis daraus, wie sie sich kennengelernt haben. Über eine Kontaktanzeige? Ach, Unsinn, verzeih lieber. Aber meine Tochter glaubt, sie sei verantwortlich für mich. Dabei ist sie nur furchtbar neugierig. Ihre Mutter will mich nicht blamieren. Deshalb erzählt sie nichts. Du machst es nur noch schlimmer. Elisabeth hat mich vor meinen Freunden schachmatt gesetzt. Ja, mitten auf dem Marktplatz. Ja, wir spielen damit so großen Figuren. Bis zu diesem Zeitpunkt galt ich als unschlagbar. Sie hätte Ihnen sagen müssen, dass sie Bezirksmeisterin ist. Ich hole uns noch ein Glas Champagner, ja? Ja. Siki, kommst du auch? Gleich. Jawoll! Mann, echt du! So geht das! Hast du es gesehen? Hast du es auch gesehen, ja? Natürlich. Ja, Mann, ey, echt. Viel Tod macht noch viele Fehler. Jaroslav Flachin übrigens wieder. Lass uns nach Hause fahren. Verdirbt den Kindern nicht den Spaß. Es dauert noch 5, 9, 10 Minuten vielleicht noch. Okay? Mama, kommst du mal rüber? Ich muss dir was erzählen. Stell dir vor, die Chefs von Judo würden liebend gern bei uns einsteigen. Sie wollen unter unserem Logo eine neue Variante von Washi-Papier auf den Markt bringen. Und? Ist das interessant für dich? Ja, natürlich nicht. Die spekulieren doch nur auf unseren Kundenkreis. Und ehe wir uns versehen, kupfern sie unser Patent und produzieren selbst. Aber es tut gut zu wissen, dass sie uns schätzen. Sag mal, seit wann stehst du auf Kultur? Oder steckt unser Schachspieler dahinter? Erwartest du Besuch? Nein. Der schon wieder. Wollen Sie Ihre Schulden bezahlen? Nein, die können Sie gleich verrechnen. Aha. Mit der fälligen Ausschüttung, genau gesagt 7,20 Euro. Was ist das jetzt wieder für eine Nummer? Gestatten? Perlinger. Ich bin der Neffe Ihres stillen Teilhabers, Kurt Schwalber. Mein Onkel hat mir seinen Anteil an Ihrer Firma vermacht. Das wüsste ich. Ich meine, dass er gestorben ist schon, aber das haben wir erst erfahren, als die Beerdigung schon... Tut mir leid, aber die Testamenteröffnung war gestern. Mein herzliches Beileid. Danke. Kurt war so ein netter Mann. Es muss ein herber Verlust sein, wenn man so jemanden... Ach, wissen Sie, wir haben kaum Kontakt gehabt. Und warum hat er Sie dann so großzügig bedacht? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Er hatte sicher seine Gründe. Wahrscheinlich hat er mich um meinen Lebensstil beneidet und wollte mir ermöglichen, ihn beizubehalten. Auf unsere Kosten. Bravo. Das passt zu Ihrem Onkel. Ohne ihn hätten wir schließen müssen. Er wusste, dass die Firma seit Generationen in unserer Familie ist und hat uns spontan seine Beteiligung angeboten. Möchten Sie einen Kaffee? Nein. Ja. Herr, wie war doch Ihr Name? Perlinger. Aber Sie können ruhig Marius zu mir sagen, jetzt, wo wir praktisch miteinander verbandelt sind. Herr Perlinger ist sicher nicht gekommen, um mit uns Kaffee zu trinken. Oder irre ich mich? Eigentlich wollte ich mich erst einmal vorstellen. Das haben Sie ja jetzt getan. Und weiter? Kind. Gut, wenn Sie so direkt fragen. Ich möchte Ihnen meine 20% Firmenanteile anbieten. Da alle Teilhaber nur untereinander verkaufen können, bietet sich das an. Ich brauche das Geld. Möglichst Cash. Ja, wenn es geht, gern. Ich wollte immer schon mal einen Aktenkoffer mit Banknoten unter meiner Matratze haben. Sagen Sie, wie haben Sie meinen Onkel eigentlich kennengelernt? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ach, die Kurzfassung reicht. Als wir jung verheiratet waren, da sind wir einmal im Jahr zur Weinverkostung gefahren. Und dort haben wir regelmäßig Kurt getroffen. Er ist immer ohne Familie gekommen. Ich glaube, diese Wochenenden waren der einzige Urlaub, den er sich gönnte. Barbara, du müsstest ihm damals auch begegnet sein. Meinst du, ein Kind interessiert sich dafür, wie irgendwelche Männer mit verklärtem Blick Wein verkosten? Es tut mir leid, aber bisher verband ich mit dem Namen Ihres Onkels nur eine Kontonummer. Naja, und die obligatorischen Weihnachtsgrüße.
Mein Vater war bis zu seinem Tod mit Herrn Schwalber in Verbindung. Aber das ist 20 Jahre her. Sie werden verstehen, dass ich im Moment zu Ihrem Anliegen nichts sagen möchte. Ja, natürlich. Klar. Dankeschön. Eigentlich würde ich mich jetzt ganz gerne ein bisschen umschauen. Ich war noch nie in meinem Leben in einer Papierfabrik. Und jetzt, wo der nun praktisch auch mir gehört. Heute nicht. Ich habe wichtige Kunden auf dem Gelände. Ein andermal vielleicht. Schade. Auf Wiedersehen. Dann bis bald. War das klug, in der Art zu brüskieren? Klug oder nicht, der will es ruinieren, Mama. Wie soll ich denn so viel Geld flüssig machen? Der Maschinenschaden, der Verdienstausfall und jetzt auch noch das. Trotzdem, ich kenne dich so gar nicht. Ist doch sonst die Höflichkeit in Person. Hast du schon mal davon gehört, dass man Unheil wittern kann, Mama? Esoterik ist nun wirklich nicht dein Ding. Das ist für eine handschriftliche Urkunde im Stil der historischen Pachtverträge. Entschuldigung, dürfen wir Sie einen Moment allein lassen? Ja, selbstverständlich. Leider kommen. Was gibt's denn? Der Mensch da draußen ist der Erbe von unserem stillen Teilhaber. Nur ist jetzt nichts mehr mit still. Der will, dass wir ihn auszahlen. Das ist ein Scherz. Das ist kein Scherz. Schwesterchen, du weißt doch, es wird selten so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Keine Kalenderweisheiten. Der sieht nicht aus wie ein Monster. Ach komm, der weiß doch selbst, dass er was Unsinniges verlangt. Mach's mit Charme. Du wirst ja wohl noch wissen, wie man einen Mann um den Finger wickelt. Was denn das jetzt wieder heißen? Sei sanft, sexy, verführerisch. Du machst es schon. Toll. Mama, wenn irgendwas ist, ich bin oben im Forst. Soll ich da mal anrufen? Ich glaube nicht, dass der blöfft. Was hat er denn auf den Zettel geschrieben? Seine Handynummer. Was hat sie denn vor? Schätze, dass sie das selbst noch nicht weiß. Ich möchte jetzt nicht in ihrer Haut stecken. Mama, ich habe Silke versprochen, mich nachher um die Kinder zu kümmern, aber ich muss noch mal wegen der neuen Maschine. Mach dir keine Sorgen. Danke. Hi. Hallo. In 5 Minuten gibt's Essen. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Ja, dann muss deine Schwester halt mal beweisen, was sie wirklich drauf hat. Silke, es geht dir nicht darum, irgendeinen Coup zu landen. Unser aller Existenz steht auf dem Spiel. Na, so schlimm wird's schon nicht werden. Sonst muss sie halt aus ihrer heißgeliebten Villa ausziehen. Und dann zieht Mama zu uns, ja? Was ist das eigentlich für ein Typ? Wer? Na, der echt die Helle heiß macht. Wieso? Herr Linger? Barbara Herzog. Frau Herzog? Ich war vorher nicht besonders freundlich zu Ihnen. Das tut mir leid, aber ich war auf so etwas nicht vorbereitet. Ja, wie sollten Sie auch? Sind Sie noch in der Nähe? Ich meine, im Ort? Ja. Was halten Sie davon, wenn wir uns bei mir zu Hause treffen, so gegen 6, auf ein Glas Wein? Einverstanden. Okay. Ja, kann ich für dich auch irgendwas Gutes tun? Zuckerwatte. Was sollte ich meiden? Gebrannte Mandeln. Ah, meine Zähne. Vielleicht eine Schmalznudel. Zu viel Fett. Ja, ich zahle dann mal die Zuckerwatte. Dankeschön. Recht schönen Dank.
Gibt es irgendwas in unserem Alter, das wir genießen dürfen, ohne an die Folgen denken zu müssen? Es lohnt sich, das mal aufzulisten. Ja. Aber mit den jungen Leuten möchte ich auch nicht tauschen. Ach, wenn ich nur wüsste, was ich Barbara raten oder wie ich ihr helfen könnte. Zerbrich dir doch jetzt nicht den Kopf darüber. Der neue Tag ist eine Sache von morgen. Wenn es sein muss, findet sich immer eine Lösung. Klar? Ja. Du ziehst einfach so ganz nebenbei eine Million aus dem Zauberhut. Bist du in Wirklichkeit sowas wie Onassis? Und lebst nur zur Tarnung im Seniorenstift? Als ob alles immer nur mit Geld zu regeln wäre. Ich fürchte in diesem Fall schon. Du bist doch klug. Wir melden dich bei einer dieser Rateshows an. Sieger! Hey! Theo, du Flasche, der Junge ist 12. Toll. Guten Tag. Hallo. Bitte kommen Sie rein. Danke. Bitte sehr. Nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie Kaffee oder ist das in Ordnung mit dem Wein? Ach, Wein ist okay. Das ist nicht irgendein Wein. Der stammt von dem Gut, das Ihr Onkel so mochte. Wir bestellen immer noch regelmäßig ein paar Kisten. Aber der hier ist einer von den Flaschen, die mein Vater noch gekauft hat. Schön haben Sie es hier. Wem sagen Sie das? Diese riesige Tanne da, die hat mein Vater gepflanzt, als ich geboren wurde. Und die Rotbuche, als mein Bruder zur Welt kam. Entschuldigen Sie, ich bin heute etwas sentimental. Das liegt wohl an Ihnen. Mir ist plötzlich klar geworden, wie schnell man das, was man liebt, verlieren kann. Wollen Sie mir jetzt ein schlechtes Gewissen einreden? Hätte ich eine Chance? Schon, aber es ändert natürlich nichts an den Fakten. Sie bestehen also darauf, dass wir Sie auszahlen. Warten Sie, ich mach das schon. Ich mach das. Schloss Sterntal. Die Tage dort gehören zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Hoffentlich ist der Wein nicht umgekippt. Doch, kann man trinken. Und wie stellen Sie sich das praktisch vor? Wie soll eine Firma, wie wir es sind, von heute auf morgen 20% vom Gesamtwert flüssig machen? Ehrlich gesagt, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ihr Onkel hielt es für eine gute Investition, das Geld in der Firma zu lassen. Er war mit dem zufrieden, was die jährliche Ausschüttung einbrachte. Aber eine solche Großzügigkeit kann ich mir leider nicht leisten. Ihnen ist schon klar, dass Sie durch Ihre Forderung die Existenz von mehreren Menschen gefährden. Wenn ich mir Ihren Besitz so ansehe, das Haus, die Fabrik, dann macht es eigentlich nicht den Eindruck, als ob hier irgendjemand am Hungertuch nagen müsste, bloß weil ich meinen Anteil einfordere. Das Geld gibt mir die Möglichkeit, das zu erhalten, was ich mir aufgebaut habe. Darf man fragen, was das ist? Ein kleiner Weinhandel. Ziemlich elitär. Ich bin oft monatelang unterwegs, um für spezielle Kunden erlesene Weine zu ersteigern. Und dann wird in der Zeit mein Laden in München geschlossen. Sehr witzig. Sie sind Weinhändler und lassen mich seelenruhig meine dilettantischen Kenntnisse vorführen. Jetzt seien Sie doch nicht beleidigt. Es war doch alles okay. Was haben Sie sich eigentlich vorgestellt, Frau Herzog? Dass ich mich durch Ihre Nostalgo-Inszenierung einfach so umstimmen lasse? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Okay. Ich schlage vor, wir regeln das über unsere Anwälte. Wenn Sie meinen. Bitte sehr. Also übrigens, den Wein sollten Sie sofort trinken. Der ist schon so ein bisschen auf der Kippe. Wiedersehen.
Kann ich mit dir reden? Nicht jetzt, Mama. Ich bin gerade mittendrin. Verstehe. Lass sie nicht stören. Warte. Mama! Dumm gelaufen. Das kann man gut sagen. Ich war auf alles gefasst. Dass das Papierlager abbrennt oder dass das Holz unerschwinglich wird, aber auf sowas? Dass Schwalber mal stirbt, war doch abzusehen. Ja, natürlich. Aber dass da plötzlich jemand auftaucht und sein Geld zurückfordert, einfach so. Es gibt eben Leute, für die ist Besitz nur bare Münze und nicht mit Tradition belastet wie bei dir. Belastet? Die Firma ist unser Leben. Dein Leben, Mama, deins. Was willst du damit sagen? Vielleicht nimmst du die ganze Angelegenheit einfach zu ernst. Ich fürchte, ich kann es gar nicht ernst genug nehmen. Hi. Hi. Sind die Kinder noch nicht zurück? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesmal aus diesem Schlamassel rauskomme. Vicky, ich kann verstehen, dass du sehr enttäuscht bist. Lass mal gut sein. Wir kommen schon klar. Ich meine, ich hätte auch gerne wieder gearbeitet. Ein bisschen extra Geld, aber wir haben uns halt geeinigt, dass ich bei den Kindern bleibe. Ist doch schön für dich. Ach, das sagst du ausgerechnet, du. Du hast doch immer den Beruf an erste Stelle gesetzt. Bei mir ging es nicht anders. Bist du dir da so sicher? Und hier sehen Sie den größten Champion aller Zeiten. Er hat uns alle schachmatt gesetzt. Oh. So, dann lass mal losgehen. Barbara hat zu tun. Viel Glück. Ist dir eigentlich klar, dass dieser Typ hier jederzeit einziehen könnte? Wie konnte der Papa einem wildfremden Menschen das Wohnrecht im Haus einräumen? Aus Dankbarkeit? Schwalber hat damals den sicheren Konkurs verhindert. Und dein Vater wollte sich revanchieren und hat festgelegt, dass Schwalber zeitlebens hier wohnen könnte, falls er mal in die Bredouille gerät. Nur hat er dabei übersehen, dass es nicht nur für seinen Freund gilt, sondern auch für seinen Erben. Versuche abzuschalten. Der neue Tag ist eine Sache von morgen. Das ist ein Haiku. Und was bedeutet das? Kommt Zeit, kommt Rat. Ach, Mama. Dich bringt wohl gar nichts aus der Ruhe. Wenn du dich da mal nicht täuscht, Kind. Ich glaube, da ist jetzt der Jurist gefragt. Ich schaue morgen früh beim Peter vorbei. Vielleicht kann der mir sagen, wie wir da mit einem blauen Auge davonkommen. Ina? Ina! Ich will dich gar nicht lange stören, ich bin auch gleich wieder weg. Aber ich habe dir hier so ein Doping mitgebracht. Eiweiß fürs Gehirn und Zucker für die Nerven. Ina? Haben Sie Angst, dass Ina bei uns verhungert? Nee, wer kommt denn auf sowas? Ich bin sicher, dass ihr die nötige Anzahl Kalorien zugeführt wird. Aber meine Mutter hat immer gesagt, ein bisschen Sündigen zwischendrin ist keine Sünde, wenn es die Moral hebt. Ist Ina gar nicht da? Ich denke, sie ist bei Ihnen. Guten Tag. Sie trauen sich was. Marschieren so einfach in die Höhle des Löwen. Der Löwin, würde ich eher sagen. Ist sie da? Barbara hat einen Termin. Bitte. Danke. Was machen Sie nur, dass sie sofort auf die Palme geht, sobald sie auftauchen? Vielleicht gefalle ich ihr. So wird es sein. Aber ich wollte auch gar nicht zu Ihrer Tochter. An Ihrer Meinung ist ja sowieso nicht zu rütteln. Vielleicht wollen Sie meine Anteile kaufen. Leider ist das keine Frage von Wollen. Und Ihr Sohn?
Wenn ja, müsste mir was entgangen sein. Aber reden Sie mit ihm. Er ist zum Mittagessen nach Hause gefahren. Sie könnten ihn dort noch erreichen. Später dann ist er außer Haus. Außer Ihrer Enkelin kenne ich dann alle Miteigner. Oh, Vorsicht, junger Mann. Tatsache oder nicht, aber dieses Wort könnte momentan eine Explosion hervorrufen. Danke für den Tipp. Wiederschauen. Wiederschauen. Sagen Sie, das alte Wirtshaus am Ende der Straße, ist da mittags geöffnet? Leider nein. Das ist seit langer Zeit außer Betrieb. Mein Mann hat es damals als Kantine für die Belegschaft ersteigert. Es war so ein sozialer Tick von ihm. Das hat sich aber nicht gerechnet. Ach, das Wirtshaus gehört zur Fabrik? Habe ich da jetzt was verraten? Nichts, was nicht aktenkundig wäre. Dass ich dich hier finde. Sollst du nicht das Ochsenrennen fotografieren? Solltest du nicht am Schreibtisch sitzen? Du nervst. Ich nerv gerne. Ich mache mir Sorgen um dich. Wenn du dein Pensum nicht schaffst, dann wird deine Prüfungsangst immer schlimmer. Na und? Ich mache eh alles für die Katz. Ich sehe mich nicht in einem schicken Managerbüro und schon gar nicht als Mamas Nachfolgerin. Dann solltest du ihr das vielleicht mal sagen. Und zwar genau so. Das erfährt sie schon auch früh genug. Spätestens, wenn ich durchs Examen gerasselt bin. Ja, das kann doch nicht sein. Ich meine, dass du dich hier die ganze Zeit rumquälst, nur um deiner Mutter zu gefallen. Ich soll das Handtuch werfen? Nee, eben nicht. Aber du kannst dich mal fragen, für wen du eigentlich lernst. Doch nicht für deine Mutter, oder? Seit wann spielst du den Moralapostel? Seit ich verstanden habe, dass das ein Fehler war, mein Studium hinzuschmeißen. So ein Titel, der öffnet nämlich Türen. Ist leider so. Und was ist, wenn ich gar nicht Karriere machen will? Ich kann mir durchaus Jobs vorstellen, wo ich mein Studium nutzen kann. Auch ohne Examen. Hast du da schon konkrete Pläne? Ja. Ich habe mit Papa telefoniert. Er wird versuchen, mich in einer internationalen Hilfsorganisation unterzukriegen. Afrika, Indien, Peru. Mir wäre alles recht. Aha, und warum hast du das nie erwähnt? Das ist nur, falls alle Stricke reißen. Ich weiß doch auch, dass es besser wäre, einen Abschluss zu haben. Na ja, ich könnte ja mitkommen. Du? Ja, warum nicht? Eine Auslandsreportage, Berichte aus Krisengebieten. Könnte ich vielleicht mal mein Image als Skandalfuzzi loswerden. Hallo? Hallo? Ja? Wollen Sie zu uns? Ich möchte gerne Herrn Maybach sprechen. Oh, der ist gerade weg. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich hätte schon gern persönlich mit ihm gesprochen. Marius Perlinger, mein Name. Der Marius Perlinger? Ach, Sie wissen, wer ich bin? Nein, aber Ihr Name hat einen Klang wie ein Donnerhall. Wegen Ihnen steht also meine Familie Kopf. Ist das so, ja? Ich muss eigentlich gerade los, aber kommen Sie doch einen Moment herein. Paris? Ihre Lieblingsstadt? Das hätten Sie jetzt besser nicht gefragt. Ich war noch nie in Paris. Und Sie sind der Grund, warum ich mir diese Reise jetzt völlig abschminken kann. Wieso das denn? Sie wollen doch Ihr Geld aus der Firma ziehen, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Naja, stimmt schon. Was meinen Sie, was dann los ist? Ich meine, ich kann Sie ja verstehen. Endlich mal finanziell beweglich sein. Sehen Sie? Schon verlockend, der Gedanke. Naja, aber was soll's. Mitgefangen, mitgehangen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Tschüss. Ich werde meinem Mann sagen, dass Sie hier waren. Ich muss mich beeilen. Mein Bus. Tolles Auto. Darf ich Sie ein Stück mitnehmen? Ja? Warum nicht? Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War das selbstverständlich.
Tut mir leid, dass ich dir nichts Erfreulicheres sagen kann. Versuch, dich mit ihm zu arrangieren, auch wenn es schwerfällt. Die Alternative kennst du. Tja, Schulden über Schulden. Danke, Peter. Ciao. Ciao. Luxus pur. Das ließe sich noch steigern. Wie wär's mit einem kleinen Abstecher nach Paris? Auf den Arm nehmen kann ich mich selber. Nein, im Ernst. Lehnen Sie sich zurück, schließen Sie die Augen. Dann machen Sie schon. Entspannen Sie sich. Wir fahren am Quai die Seine entlang. Aber noch sind wir im Tunnel. In dem Lady Di? Nein, der auf der anderen Seite. Wir fahren rein in die Stadt, nicht raus. Kennen Sie auch Rom? Na klar. New York, Salvador de Bahia, Samarkand. Samarkand? Na, ich gebe zu, da war ich noch nie, aber ich finde, das klingt so schön nach Abenteuer. Samarkand. Wie kommen Sie voran? Es wäre wirklich schön, wenn es Ihnen gelingen würde, das, was noch vorhanden ist, der Nachwelt zu erhalten. Wir werden unser Bestes geben. Wir könnten die Schadstellen auffüllen. Wie bei der Erstausgabe des Decamerone. Völlig verrottet, aber da hat es gut funktioniert. Gehst du bitte an dein Handy, das nervt. Entschuldigung. Silke? Rainer, ich muss dir unbedingt was erzählen. Jetzt nicht, Silke, heute Abend. Tschüss. Hallo, Mama. Ach, guten Abend. Na, hatte Körner den rettenden Einfall? Er hat mir vorgerechnet, was wir alles beleihen müssten, um auf die Summe zu kommen. Setz dich zu mir. Tee ist noch warm. Nein, danke. Ich gehe lieber gleich nach oben. Gute Nacht. Hallo. Du bist noch auf. Na? Wie war dein Tag? Aufregend. Ich war in Paris. Ach, Quatsch. Weswegen hattest du angerufen? Da war ich beschäftigt. Euer neuer Teilhaber war hier. Hier? Was wollte der? Dich sprechen. Ich glaube, er wollte dir vorschlagen, die Firma zu verkaufen. Und wie kommt er auf die Idee? Naja, wenn Barbara ihn nicht auszahlen kann, dann liegt das doch auf der Hand. Ich finde die Idee großartig. Überleg doch mal. Wir wären mit einem Schlag alle Sorgen los. Ja, und ich meinen Job. Du glaubst aber nicht ernsthaft, dass wir uns darauf einlassen, oder? Aber wieso denn nicht? Wir könnten umziehen. In eine Großstadt. Wir könnten die Jungs auf die besten Schulen schicken, die ihnen alle Wege öffnen. Wir könnten... Silke, ich bin gern, was ich bin. Ja, aber du jammerst doch auch rum. Jeder hat mal ein Tief, das ist doch normal. Aber zu jedem Tief gehört auch ein Hoch. Und davon bekommen wir in letzter Zeit wirklich wenig zu spüren. Warum bist denn du so unzufrieden? Uns geht's doch gut. Ich bin nicht unzufrieden. Ich sehe nur die Chance, dass endlich mal was passiert. Weißt du, dass wir auch mal ein Stück abbekommen vom großen Kuchen? Denk mal an Max und Peter. Das ist doch eine schreiende Ungerechtigkeit, dass nur Ina Anteile an der Firma hat. Ich weiß, aber als Papa das festgelegt hat, gab's die beiden eben noch nicht. Ja, aber jetzt ist die Chance da, dass sie auch mal Geld sehen können. Viel Geld. Vielleicht liegt ja die Chance darin, dass sich doch einer für die Branche entscheidet und dann hat er eine eigene Firma. Ein Leben lang im Papierdampf. Tolle Aussichten. So ein Quatsch. Papier hat Zukunft und das weißt du. Du kennst doch die Forschungsprojekte. Papier, immer nur Papier. Und dabei holst du hemmungslos den Regenwald ab. Ach. Ich meine, was hast denn du auf einmal mit dem Regenwald am Hut? Morgen. Guten Morgen. Frühstücken, Schatz? Danke, Omi, aber ich bringe die Zeit nicht runter. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen.
Morgen. Guten Morgen, Ina. Du, ruf doch mal den Peter Körner an. Der hat ein Praktikum für dich in seiner Kanzlei. Und dann hat er was ganz Interessantes in London, in einem Wirtschaftsinstitut. Was hast du denn vor? Ich habe total vergessen, dass die Zellstofffabrikanten tagen. Ich fahre nach München und bleibe auch dort. Und dafür opferst du das Wochenende? Informiert sein ist alles, Mama. Aber das hast du doch noch nie getan. Tja, willst du nicht noch Kaffee? Geht sie so gut oder tut sie nur so? Letzteres. Ich glaube, sie muss einfach mal raus hier. Auf andere Gedanken kommen. Apropos abschalten. Ich bin heute mit Holger unterwegs. Eine Reportage übers Motocross in Affing. Du musst nicht auf mich warten. Na dann, viel Spaß. Wir hätten besser mein Auto genommen. Wir sind beweglicher so. Und ich will vor den Kollegen da sein. Du hast mir übrigens einen ziemlichen Floh ins Ohr gesetzt mit deinen Plänen. Was? Ich habe mit meinem Chef gesprochen. Ich kann jederzeit aufhören. Ich verstehe kein Wort. Okay, festhalten. Mann, ich komme mit dir bis ans Ende der Welt, wenn du willst. War das deutlich genug jetzt? Kein Wunder, dass du die Klingel nicht hörst. Ach, bist du über den Zaun geklettert? Nein, das Tor stand offenbar. Nett, dass du mir das zutraust. Guten Tag, meine Liebe. Wir waren verabredet. Oh, tut mir leid. Ich war mit den Gedanken ganz bei unseren Finanzsorgen. Ja, denen wir jetzt zu Leibe rücken werden. Es kann schiefgehen, wir haben aber auch eine Chance. Ich habe Geld für eine Studienreise zurückgelegt und das hauen wir jetzt auf den Kopf. Wir spielen Roulette. Das ist doch eine Schnapsidee. Meiner Meinung nach der einzige Weg, um von jetzt auf gleich zu Geld zu kommen. Ach, also das ist was für Hasardeure. Und außerdem gewinnt immer nur die Bank. Nicht, wenn man es geschickt anstellt. Du verstehst was von Zocken? Als Studenten haben wir mal am perfekten System getüftelt. Und? Mein Kumpel ist ganz gut damit gefahren. Ich hatte leider nichts, was ich hätte einsetzen können. Wenn Fortuna uns hold ist. Diese Dame steht mit uns seit einiger Zeit auf Kriegsfuß. Vielleicht sieht das auch nur so aus. Wir können sie auf die Probe stellen und testen, ob sie dir nicht doch gewogen ist. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Um 14 Uhr öffnet das Casino. Du spinnst. Money makes the world go round. Also, Elisabeth, pass noch mal auf. Transversale Sample, Gewinnchance 6:37, das 16,2%. Ja? Oder dann die Kolonne, Gewinnchance 12:37. Du glaubst doch nicht, dass ich das auf die Schnelle verstehe. Ach, das verstehe ich. Du bist der Profi. Ach, ich bin. Ja, ja. Was hat dein Freund denn damals gewonnen? Nein, 120. 120.000? Ja. 120 Mark. War eine Menge Geld für uns damals. Pass mal auf, ich fange noch mal von vorne an. Mal sehen, wie lange meine 2000 Euro reichen. Ach, deine. Ich habe da schließlich auch noch was mit dabei. So, komm. Du lässt dein Geld schön stecken. Das werden wir doch machen. Wir fangen noch mal an. Kolon. Gewinnchance. Du musst dir das transversale Zahlen. 17,22, Louis. 100 gewechselt. 17,22. Bist du wahnsinnig, doch nicht so viel auf einmal. Wir wollten doch testen, ob das Glück uns heute ist. 100 gewechselt. Hast du eine Glückszahl? 17,22. Keine Ahnung. Bitte, das werden wir bald herausfinden. Fangen wir mit der Null an. Zero, Madame. Es geht nichts mehr, bitte. Zero. Klar, alle einfachen Chancen sind zu sperren. Fortuna Marco. Ja. Madame, 1.000 Euro, bla. 5.000, 10.000, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35.000 Euro, Madame.
35.000. Das ist doch ganz gut für den Anfang, hä? Ja. Aber jetzt ein bisschen vorsichtiger. Bitte schön, Madame. Alles gezeigt. Vielen Dank für die Angestellten. Danke. Bitte das Spiel zu machen. Was wird das? Damit wir unseren Einsatz behalten. Leg das sofort wieder hin. Wenn schon, dann denn schon. Teller dazu, bitte, ja? Mach ich. Darf ich vorstellen, Frau Herzog, Vizi, hallo? Piet, Caruso und René, seines Zeichens Koch und gleichzeitig unser Schiedsrichter. Marius. Mann. Ich werde wahnsinnig. Na, bravo. Ist das der Clou, den du uns angekündigt hast? Nein. Zieh die Haut ab, schmeckt trotzdem. Kein Kommentar. Das ist meine Schuld. Wir können ja morgen reden. Möchten Sie mitessen? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Würde ich nur essen, wenn ich Hunger hätte, dann wäre das Leben verdammt freudlos. Lass mal gut sein, Manfred. Ja. Also, ich fange nachher noch mal ganz von vorne an, klar? Kommen Sie bitte. Ich dachte, die fliegen wieder davon. Hier versäume ich sowieso nichts. Es geht bestimmt noch bis spät in die Nacht. Kommen Sie. Was machen Sie denn noch alles? Weinhandlung, Restaurant? Ach, das ist ja nicht mehr in Betrieb. Ich habe immer mal überlegt, es wieder zu beleben, aber es hat sich nie ergeben. Das Restaurant war die Domäne meiner Mutter und die war als Köchin einsame Spitze. Kann ich Ihnen nicht wenigstens ein Aperitif anbieten? Ich habe einen wunderbaren Eiswein. Nein, danke. Wirklich nicht. Ist das Ihr Haus? Ja. Das, was nicht der Bank gehört. Finanziell ist so ein alter Kasten ein Fass ohne Boden. Und das Haus von Grund auf zu renovieren lohnt sich nicht. Es gibt ja niemanden, für den ich es erhalten müsste. Also mein Lebensabend werde ich hier bestimmt nicht verbringen. Aber notfalls habe ich ja immer noch das Wohnrecht in Ihrer Villa. Keine Panik. Nichts liegt mir ferner, als davon Gebrauch zu machen. Also, warum sind Sie hier? Ich... Marius, probierst du sie mal? Diese Banausen sagen, der schmeckt nur nach Kräutern. Mizi, lass uns bitte mal einen Moment allein, ja? Okay? Ich glaube, wir sollten doch einen anderen Termin vereinbaren. Warum? Jetzt sind Sie schon mal hier. Also, schießen Sie los. Ich wollte Sie fragen, ob Sie eine Teilzahlung akzeptieren würden und wie hoch da Ihre Vorstellungen wären. Denken Sie wenigstens darüber nach? Habe ich schon. Wissen Sie, dieses überraschende Erbe gibt mir die Möglichkeit, mich völlig neu zu organisieren. Sie wollen also nach wie vor alles auf einmal? Ja. Nehmen Sie doch einen neuen Teilhaber in die Firma. Das sagt sich so leicht. Ja, dann verkaufen Sie die Fabrik. Das wäre eine gute und schnelle Lösung. Verkaufen?
Ich soll meiner Mutter, meinem Bruder, seiner Familie und meiner Tochter die Existenzgrundlage und die Zukunftssicherung entziehen? Einfach so? Also alle wären mit ihrem Anteil bestens versorgt, oder? Das kann auch nur jemand sagen, der sich an nichts und niemanden gebunden fühlt. Ich sehe es als meine Pflicht an, den Besitz meiner Familie der nächsten Generation zu erhalten. Wollen die anderen das denn auch? Wie meinen Sie das? Ja, Sie hängen persönlich mit Leib und Seele an Ihrer Firma. Das sieht man, aber was ist mit den anderen? Man wirft Familientraditionen beim ersten Sturm oder bei der ersten Verlockung nicht über Bord. Alle von uns denken so. Sind Sie sicher? Hören Sie auf damit. Keiner von uns hat jemals über einen Verkauf nachgedacht. Fragen Sie doch mal Ihre Pappenheimer. Da wäre ich gern dabei. Also schön. Dann werde ich die Gretchenfrage stellen, aber nur, um Ihnen zu demonstrieren, was Familienbande wirklich bedeutet. Sagen wir, am Montag um 7? Okay, aber ginge es auch um 5? Also schön. Bis Montag. Bis Montag. Schon ran. Es ist deins. Ja? Ist nicht wahr. Was Schlimmes? War dermaßen in Fahrt. Am Schluss musste ich sogar das Taxigeld rausrücken. Ja. Das hätte ja auch klappen können. Stell dir vor, Kind, in einer halben Stunde 200.000 Euro. Ja. Da muss man doch leichtsinnig werden, oder? Sag doch keiner was. Ich geh nach hinten, ja. Verraten Sie mir einen Trick, ich verspreche auch, ich steige rechtzeitig aus. Kommt man nicht rein. Von wegen Taxigeld, hast du deine Kreditkarte zu Hause vergessen? Natürlich habe ich sie bei mir. Naja, ich auch. Ja, Gott sei Dank habt ihr das vergessen gehabt. Ja, Gott sei Dank. Sieht doch schon ganz gut aus. Mit der dunkleren Farbmischung wird das perfekt. Hallihallo. Hat euch der Abt tatsächlich das wertvolle Stück überlassen? Ja. Unter der Bedingung, dass ich sie hüte wie mein Augapfel und nachts in den Tresor sperre. Wie war dein Wochenende? Super. Ach, würdest du uns im Moment allein lassen, Sonja? Ach so, ja. Hat deine gute Laune einen Grund? Hast du den Perlinger Schock überwunden? Ja, so gut ist die Laune auch wieder nicht. Aber ich habe mich entschlossen, den Stier bei den Hörnern zu packen und den Herrn zu uns in die Villa eingeladen, damit er die Familie kennenlernt. Und was versprichst du dir davon? Ich möchte, dass er den Menschen, mit deren Wohlergehen er jongliert, in die Augen schaut. Vielleicht denkt er dann anders. Und wenn nicht? Ja, dann mache ich den Spuk an Ende und nehme die Japaner mit ins Geschäft. Aber das wolltest du doch auf keinen Fall. Ich habe keine andere Möglichkeit. Sagt der Silke, sie soll nur guten Tag sagen und dann kann sie wieder gehen. Ich möchte, dass die Familie beieinander ist. Du Mama? Hm? Der Tankwart hat doch tatsächlich behauptet, er hätte dich im Spielcasino gesehen. Auf so eine Schnapsidee muss man erst mal kommen. Was macht der Tankwart im Casino? Vielleicht steht ihm das Wasser bis zum Hals wie uns. Und da setzt man sich ans Roulette? Abstruse Idee. Hallo Barbara. Hallo. 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 Waren Sie inzwischen in Samarkand? Noch nicht. Ja, wir kennen uns noch nicht. Maybach. Karlinger, es freut mich. Jungs, bleib bitte da vorne. Geh ich raus. Ja? Also, meine Lieben, ich mache es kurz. Mit unserem neuen Teilhaber habt ihr euch ja schon bekannt gemacht. Und weil wir so einträchtig zusammen sind, möchte ich die Gelegenheit nutzen, wieder mal auf unsere Familie anzustoßen. Sollten Sie nicht erst mal meinen Vorschlag erwähnen? Vielleicht will ja dann gar keiner mehr mit mir trinken. Wenn Sie meinen. Herr Perlinger glaubt doch tatsächlich, dass wir bereit wären, unsere Firma zu verkaufen. Also tun wir ihm den Gefallen und stimmen ab. Wer ist für Verkauf?
Du solltest wenigstens das Für und Wider auf den Tisch legen, bevor du so eine wichtige Entscheidung übers Knie bringst. Es gibt keine Für. Schon der Gedanke ist absurd. Für dich vielleicht. Würdest du dich bitte raushalten, Silke? Das ist eine Entscheidung, die dich nicht betrifft. Silke betrifft diese Entscheidung genauso wie alle anderen auch. Ich habe keine Lust mehr, mich rauszuhalten. Seit 15 Jahren bade ich aus, was du in deinem stillen Kämmerlein so entscheidest. Natürlich zu unser aller Wohl. Das ist schon ein Witz, dass du das Wort Abstimme überhaupt in den Mund nimmst. Warum sollen wir den Verkauf nicht einfach mal durchspielen, Barbara? Rein hypothetisch. Finde ich auch. Dann ist die Gemüter beruhigt. Das bringt doch nichts, Mama. Wir alle wissen, dass die Firma die Basis ist, unserer Zukunft gelassen entgegenzusehen. Was die Finanzen betrifft. Ja, natürlich auch. Du brauchst dir keine Gedanken machen, ob du nach dem Examen einen Job findest, wie die meisten deiner Kommilitonen. Du weißt, dass du jederzeit hier anfangen kannst. Vielleicht will sie das ja gar nicht. Natürlich will sie das. Ach, Mama. Mir ist offensichtlich irgendetwas entgangen. Ist das Ihr Werk? Haben Sie meine Familie gegen mich aufgehetzt? Ich hätte es wissen müssen, dass Sie irgendeine krumme Tour planen. Sie irren sich. Keine Sorge. Jeder vertritt hier seine eigene Meinung. Ach ja? Oh, diese verdammte Arroganz. Willst du uns einschüchtern? Niemand will hier irgendwen einschüchtern. Ist es tatsächlich so, dass euch die Loyalität der Firma gegenüber daran hindert, euer eigenes Leben zu leben? Sieh dich doch an, du kannst mir doch nicht weismachen, dass du in deinem Alter immer noch gerne ins Büro gehst, statt mit deinem Roland gemütlich die Tauben zu füttern, in Venedig oder so. Ach, dafür könnte ich eingesperrt werden. Das ist verboten. Tauben füttern am Markusplatz. Ach, mach dir um mich bloß keine Sorgen. Die Mama liebt es, im Leben zu stehen, gebraucht zu werden. Ist klar, dass du das so siehst. Ist ja so verdammt praktisch. Du lieferst bei jeder Gelegenheit deine Kinder bei ihr ab. Ach, das ist also doch... Worum also, geht's hier eigentlich? Um finanzielle Bewegungsfreiheit oder um grundsätzliches? Darum, ob Mama uns ihren Willen aufzwingt. Bist du denn zufrieden, wie es so läuft? Ich habe mich arrangiert. Du bist für die gesamte Produktion einer angesehenen Firma verantwortlich. Und du tust so, als wäre das gar nichts. Das habe ich nicht gesagt. Hast du ihn je gefragt, ob er sich auch was anderes vorstellen könnte? Und könntest du? Natürlich gab es andere Möglichkeiten. Du warst 18, als Papa starb. Du hast Papiermacher gelernt, damit du irgendwann diesen Betrieb leiten kannst. Das tust ja immer noch du. Außerdem weißt du ganz genau, dass ich auf die Kunstakademie gehen und irgendetwas mit Kalligrafie oder Restaurieren lernen wollte. Da würdest du und deine Familie jetzt am Hungertuch nagen. Woher willst du das eigentlich so genau wissen? Mama, du glaubst immer, finanzielle Sicherheit sei alles. Aber vielleicht muss man ja scheitern und erst richtig auf die Schnauze fallen. Du kannst ja dein Examen schmeißen, dann liegst du auf der Schnauze. Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass Ina sich deinetwegen vor jeder Prüfung in die Hose macht? Du hast sie von klein auf unter einen höllischen Erfolgsdruck gestellt. Siehst du das auch so, Ina? Du merkst gar nicht, dass die Firma und was daraus wird wichtiger ist als alles andere. Das heißt, ich habe dich vernachlässigt. Nein, Mama, aber warum sind wir damals mit Papa nicht nach Brasilien gegangen? Ich wollte mit dir nachkommen. Dann ist dein Opa gestorben und Rainer war erst 18. Was hätte ich denn tun sollen? Alles stehen und liegen lassen? Ja. Dann wäre die Firma den Bach runtergegangen. Ich musste hier bleiben. Das ist doch genau das, was ich meine. Die Firma steht immer an erster Stelle. Dein Opa hatte immer die Geschäfte von mir ferngehalten. Ich hätte mir damals allein gar nicht helfen können. Barbara hatte keine andere Wahl. Hat man nicht immer eine Wahl? Vielleicht hast du recht. Ich muss das Ganze erstmal für mich auf die Reihe kriegen. Aber eins kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn ihr glaubt, die Firma verkaufen zu müssen, mein Segen habt ihr. Ich lasse mich nicht zum Sündenbock machen für alles, was in eurem Leben schiefgelaufen ist oder noch schieflaufen wird. Na, zufrieden? Sieg auf ganzer Linie. Das sehe ich nicht so. Sie werden jetzt nicht plötzlich sentimental werden. Ich gehe davon aus, dass Sie möglichst schnell einen potenten Käufer finden. Oder haben Sie schon einen Kandidaten im Ärmel? Nein. Lass sie, Ina, bitte. Sie fängt sich schon wieder. Komm. Jetzt schon. Wir sind gerade jetzt. Bis morgen, Mama. Hm. Wollen wir uns demnächst mal unterhalten? Gern, jederzeit. Meinst du das ernst mit dem Verkauf? Scheint so. Mach doch die Jacken zu, draußen ist frisch. Komm, los geht's. Kann ich Ihnen was anbieten? Nach Champagner ist mir jetzt nicht zumute. Einen Kaffee? Danke, aber
Ich möchte Ihre Tochter jetzt nicht sich selbst überlassen. Immerhin habe ich Sie in diese Situation gebracht. Ach, glauben Sie mir, es ist besser, sie ist jetzt allein. Das hat sie von ihrem Vater. Wenn er Sorgen hatte, ist er stundenlang querfeld eingelaufen, bis er einen Ausweg wusste. Auf diese Weise ist er über die Jahre bestimmt einmal um den Globus marschiert. Tja. Wenn Sie mich entschuldigen, das alles hat mir doch etwas zugesetzt. Verzeihen Sie. Auf Wiedersehen. Nun leg schon los. Beschimpf mich. Ich habe den Stein ins Rollen gebracht. Na und? Du bist nicht sauer? Wenn, dann ärgere ich mich darüber, dass wir nicht schon viel früher über diese Dinge gesprochen haben. Ja, Moment. Hallo. Grauenvoll. Ich habe Mama weiß Gott was in den Kopf geworfen. Ich wollte sie nicht kränken, aber ich konnte nicht mehr zurück. Das verzeiht sie mir nie. Muss man da rein noch. Also, du hast deiner Mutter endlich gesagt, was du wirklich denkst, richtig? Ja, ist doch gut. Sei doch froh, hast es hinter dir. Jetzt komm. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ne? Nicht bei uns. Da war bisher nur verträgt sich angesagt. Das schlägt sich haben wir wohlweislich ausgelassen. Daran ist keiner von uns gut. Möchten Sie reden? Ich wüsste nicht, worüber. Die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Also, gute Nacht. Wie geht's, Mama? Sie ist weg. Wie weg? Sie hat sich in aller Herrgottsfrüh von einem Taxi abholen lassen. Wir haben uns nicht mehr gesprochen. Ich würde verstehen, wenn sie bis ans Ende der Welt geflogen ist und dort erst mal bleibt. Und sie hat keine Nachricht hinterlassen? Doch, für Rainer. Er hat volle Prokura. Ja, meinst du, wir müssen uns Sorgen machen? Aha.
Ja, ich glaube Ihnen ja, dass meine Schwester Ihnen das mündlich zugesagt hat, aber mir sind da im Moment die Hände gebunden und ich muss Sie einfach um etwas Geduld bitten. Ja. Danke. Probleme? Nicht wirklich, also noch nicht. Die meisten Kunden sind einfach gewohnt, mit Barbara zu verhandeln. Einige wollen mit mir gar nicht erst reden. Wenn sie länger wegbleibt, dann könnte es schwierig werden. Ach, sie ist verreist? Will sie Ihnen beweisen, dass Sie ohne sie nicht zurechtkommen? Das glaube ich nicht. Was da gestern zur Sprache kam, das hat sie verletzt. Könnte sie sich denn überhaupt von der Fabrik trennen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat sich einfach nie erlaubt, über Alternativen nachzudenken. Vielleicht merkt sie jetzt, was hier alles in Gang ist und schmeißt tatsächlich alles hin, keine Ahnung. Jedenfalls sollten wir darauf vorbereitet sein, falls sie es ernst meint. Haben Sie Kontaktadressen von den Yoto-Leuten? Vielleicht wollen Sie ja die gesamte Anlage kaufen. Muss das sein? Also, wozu diese Eile? Ja, sie haben ja gehört, dass ich mich um einen Käufer kümmern soll. Gibt es noch andere seriöse Interessenten? Was bestimmt das? Entschuldigung, wird dieses Gut immer noch von den Sterntals geführt? Ja, aber der Boss ist leider in den Weinbergeln dreist. Der Alexander Sterntal. Kann ihm was ausrichten? Ach nein, ich komme noch mal vorbei. Das heißt, mein Name ist Barbara Maybach. Wir kennen uns von früher, von ganz früher. Wenn er Lust hat, über die alten Zeiten zu plaudern, ich wohne für ein paar Tage unten im Törgelhof. Ist in Ordnung, bei dem Haus. Danke. Danke, wiedersehen. Wiedersehen. Ja, das ist mein ganz besonderes Steckenpferd. Also, tschüss. Tschüss. Sehen Sie das? Fühlen Sie mal die Struktur. Das macht uns keiner nach. Für Sie ist das einfach nur Papier, ja? Nein, nein, nein. Naja. Geben Sie sich keine Mühe. Mit Wein ist es bei mir das Gleiche. Es gibt roten und weißen. Für den Kenner wie Sie ist das ein absolutes Unding. Apropos Wein. Sagen Sie, das Wirtshaus, das gehört doch mit zum Gesamtbesitz, oder? Könnte ich mir das mal anschauen? Das Letzte, was hier drin stattfand, war eine Weihnachtsfeier. Das ist ja ein Juwel. Ist die Küche okay? Die haben wir sogar mal komplett erneuern lassen. Hey. Und was ist oben? Naja, niedrige kleine Zimmer, wie das eben so ist in diesen Häusern. Vielleicht kriegen wir die Kneipe ja wieder in Schwung. Wer sollte da Interesse haben? Die Japaner zum Beispiel. Falls die kaufen, können sie einen Running Sushi draus machen für die Belegschaft. Und morgens beginnen wir den Tag mit Tai Chi. Tai Chi kommt aus China. Die Bärbel. Mit den dicken Zöpfen. Alexander, mit großem Appetit. Setz dich doch bitte. Ja. Schön, dass du Zeit für mich hast. Na, hör mal. Schließlich hast du mir zu einem unvergesslichen Sommer verholfen. Die ganzen Ferien über Hausarrest. Stört es dich, wenn ich was esse? Stört es dich, wenn ich mir auch was bestelle? Natürlich nicht. Rosa, hast du noch was davon? Ja, die doppelte Portion wie immer. Oh, ja. Also, was machst du denn da? Ha? Urlaub? Ferien vom Ich? Kann man das überhaupt?
Oje, oje. Wovon läufst du weg? Oh, das tut mir leid. Entschuldigung. Entschuldige. Aber es war alles ein bisschen viel in der letzten Zeit. Ja, da bist du doch hier genau richtig. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Hier erinnert mich alles an die Welt, als sie noch in Ordnung war. Habe ich richtig gehört? Du arbeitest im Weinberg mit? Was für eine Frage. Natürlich helfe ich mit. Deinen Vater habe ich nie im Weinberg gesehen. Ich erinnere mich nur, wie er und mein Vater immer ganz schnell im verbotenen Gewölbe verschwunden sind. Verboten waren die erst, nachdem du mich zu einer heimlichen Weinverkostung verführt hast. Ja? Genau wie bei den Erwachsenen hast zugehen sollen. Willst du sie sehen, die verbotenen Gewölbe? Da hat sich einiges verändert seit damals. Deinem Gesicht nach zum Positiven. Was sagst du jetzt? Ha? Wahnsinn! Jetzt kenne ich mich wieder aus. Man soll nicht von sich auf andere schließen. Meine Kinder wollten alles andere, nur nicht Winzer werden. Ja. Jeder wie er mag. Naja, ich sag das so dahin. Hoffe aber inständig natürlich, dass wenigstens ein Enkel die Leidenschaft seiner Väter entdeckt und das Gut doch noch in der Familie bleiben kann. Das habe ich auch immer gedacht und ich verstehe nicht, was daran falsch ist. Sei doch nicht so streng mit dir. Auf dich. Vielleicht liegt im Wein die Lösung unserer Probleme. Ich fürchte, da bin ich schon selbst gefordert. Sag mal, könnte ich morgen bei der Weinlese mitmachen? Ich muss doch mal nachschauen, wie es unserem Lehrling geht, ha? Mir geht's ausgezeichnet. Jedenfalls steht dir die Arbeit an der frischen Luft. Danke. Ja, es war dein ausdrücklicher Wunsch, dass wir dich ordentlich rannehmen. Soll ich dich wirklich nicht mit ins Dorf nehmen? Willst du mich blamieren oder was? Na gut. Also dann. Viel Spaß, gell? Vierte. Ciao. Ich könnte Interessenten anschleppen, aber abwickeln muss ich den Verkauf schon selber. Ihr Name steht schließlich für Maybach-Papier. Tschüss, ihr Lieben. Ich bleib bis zum Mündlichen in München. Ach, und du dachtest, du könntest hier in Ruhe arbeiten. Tut mir leid, Liebes. Lass mal, Omi, konnte ja keiner an, dass hier ein mittleres Erdbeben ausbricht. Dann wissen Sie, wo Ihre Mutter steckt? Ich würde ja gerne selbst mit ihr sprechen, aber... Jeder hat seine geheimen Fluchtpunkte. Für Mama war das immer die Familie. Das haben wir nun gründlich versaut. Sag mir Bescheid, wenn sie sich meldet. Ja, und ihr haltet mich auf dem Laufenden, versprochen? Darf ich euch was anbieten? Gerne. Entschuldigung. Gift. Ein altes Hausmittel. Es brennt wie Zauber, wenn der Schmerz nachlässt, ist die Muskelverspannung auch vorbei. Ha ja, und die Haut da. Stimmt es? Ja, sicher. Schöne Aussicht. Operation gelungen, Patient tot. Danke. Ja. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja. Recht so. Denk dran, du machst es freiwillig, gell? Ist schon klar. Ach, gegen den ist auch kein Kraut gewachsen. Da hilft nicht mal Schlangengift. Was soll denn der alberne Fächer? Das ist ein Geschenk für Sie von der Firma Hyoto. Eine Spezialanfertigung aus Washi-Papier. Sehr edel. Ich habe übrigens Neuigkeiten, die Sie interessieren könnten. Verderben Sie mir bitte nicht einen Tag. Aber wenn es sein muss, um 7 im Dorfgasthof. Sehr gern. Das ist übrigens Herr Perlinger. Der Mann, der unsere Firma verscherbeln will. Und das ist Alexander Sterntal. Ihm gehört dieses wunderbare Weingut. Schön für ihn.
Musste das sein? Du musst es so sehen. Je früher du klare Verhältnisse schaffst, desto schneller ist dieser Albtraum vorbei. Ja? Den aber gut, der Tapetenwechsel. Ein Kompliment aus Ihrem Mund. Kommen wir zur Sache. Ich bin hierher gekommen, damit Sie Ihren Urlaub entspannt genießen können. Ach, und das hängt ausgerechnet von Ihnen ab. Ja, ich habe nämlich eine gute und eine gute Nachricht. Welche möchten Sie zuerst hören? Lassen Sie diese seltsamen Sprüche doch weg. Also. Möchten Sie sich setzen? Ich habe mit den Japanern verhandelt. Sie wollen also an den Erstbesten verkaufen. Bravo. Nein, wenn es nach mir ginge, dann hat sich die Idee mit dem Verkauf erledigt. Ich habe mich inzwischen an den Gedanken gewöhnt. Ihre Entscheidung. Ich könnte Ihnen anbieten, meinen Anteil in der Firma zu lassen und mich wie mein Onkel aus den Geschäften rauszuhalten. Es gibt also keinen Grund, irgendetwas übers Knie zu brechen. Sind Sie inzwischen zum Samariter mutiert? Keine hochtrabenden Zukunftspläne mehr? Doch. Wo ist der Haken? Naja, die gäbe es, aber muss es nicht geben. Geht es auch etwas klarer? Überschreiben Sie mir das alte Wirtshaus. Mein Freund René und ich würden ein Schmuckstück daraus machen. 3 Sterne mindestens. Mitten im Bayerischen Wald. Na, in Frankreich funktioniert sowas bestens. Und wir beide sitzen uns ständig im Genick. Kommt dir das nicht ein bisschen komisch vor? Meine Vorteil-Nachteil-Rechnung tendiert eindeutig zu Vorteil. Was ist, wenn ich Ihnen das Wirtshaus nicht überlasse? Dann löse ich München trotzdem auf und miete mich bei Freunden in einem Weingut an. Es gibt verschiedene Optionen. Kalifornien, Portugal, Südfrankreich. Vielleicht reicht sogar für einen eigenen Weinberg. Worüber haben Sie mit den Hioto-Leuten gesprochen? Sie haben uns einen Auftrag angeboten, der Maybach Papier für gut 2 Jahre auslasten würde. Sie warten nur noch auf die Bestätigung. Wo liegt Ihr Vorteil? Das liegt doch auf der Hand. Je mehr die Firma abwirft, desto höher mein Anteil. Ich habe schon immer von einer regelmäßigen Apanage geträumt. Sie könnten also in Ruhe abwägen, was Sie tun wollen. Das Zünglein schlägt eindeutig in Richtung Verkauf. Jetzt, nachdem ich weiß, was meine Familie denkt. Ach, die wären doch alle heilfroh, wenn alles so bliebe wie gehabt. Falls. Falls? Falls Sie über Ihren Schatten springen und die Zügel ein bisschen locker lassen. Wenn nicht, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Schönen Abend noch. Warten Sie. Ja, bitte. Ich bin heute noch mit Alexander verabredet. Wollen Sie nicht mitkommen? Ich glaube nicht, dass ihm das gefallen würde. Dann könnten wir uns gleich von ihm verabschieden. Und ich hielt mich immer für den Meister der schnellen Entschlüsse. Respekt. Netten, nicht anfassen, da bin ich sehr eigen. Ich hätte es wissen müssen. Was denn? Kaum gehe ich nicht auf Nummer sicher, lande ich im Straßengraben. Was heißt denn, wir landen? Wir starten noch gerade erst durch. In einer Stunde hat sich der Motor abgekühlt. In einer Stunde? Ja, vielleicht auch erst in 2. Kommen Sie. Erste Lektion. Zeitgefühl revidieren. Nicht schlecht. Nicht dran, sonst geht sie hoch. Du. Wollte er nicht reinkommen? Er hat gesagt, er kommt ein andermal. Die sind nicht für dich. Die sind für Tante Barbara. Den hast du mitgenommen. Max, Peter, stopp! Nehmt es mit ins Esszimmer. Aufpassen. Nee, aber wo sind die Gläser? Wo sind die Gläser? Ja, ich stell das da drüben ab. Kannst du schon mal das Leerlo? Mach's mal.
ich bin nicht allein. Wer hat denn gestern ins Zimmer aufgeräumt? Du hast ja mit Adam gesprochen. Hallo, mein Schatz. Hallo, Mama. Hallo, Ina. Hi. Hallo. Frau Herzog. Yeah. Schön, dass du kommst. Trotz Examenstress. Diesmal bleibe ich auch ein paar Tage. Hier werde ich weniger abgelenkt. Wenn das mal kein Vorsatz bleibt. Bisschen Ablenkung darf sein, oder? Ina. Hallo, Omi. Hallo. Hast du deinen Verehrer endlich eingeladen? Flüstern verboten. Na, sag schon, kommt er? Ich bin schon gespannt. Omi, du hast dich doch nicht getraut. Ah. Mein Gott! Ich dachte schon, du kneifst. Wieso? Na, warst du nicht vorhin schon mal da? Ich? Also zu meiner Zeit haben die Verehrer der Töchter den Müttern Blumen gebracht. Du drehst den Spieß um. Verzeih, meine Liebe, aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ah, ja. Hier geht's rein. Das ist Roland Meissner, ein Bekannter. Meine Tochter Barbara. Freut mich. Sehr angenehm. Hallo, Rainer, ich bin der Sohn. Ah ja, Roland Meissner. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ja, gerne. Sieht nett aus, der Herr Meissner. Bin ich aber froh, dass er dir gefällt. Hat er Familie? Ich meine, was macht er denn so? Kennst du den schon lang? Was meinst du mit lang? Naja, du lädst ihn zu uns nach Hause ein. Es fehlt nur noch die Frage, ob es etwas Ernstes ist mit uns beiden. Ist es was Ernstes? Übrigens, wer schenkt dir seit neuestem Blumen? Mir? Na, der Strauß dort. Ja, Mama. Ina, kommt ihr zum Essen? Vorschlag. Wir bringen dieses Essen hinter uns und danach kommst du mit zu mir, okay? Heute nicht. Mama sieht mich so selten. Wie oft haben wir uns letztes Semester gesehen? Machst du mir jetzt auch noch Stress? Klar. Übrigens, den Wein sollten Sie sofort trinken. Der ist schon so ein bisschen auf der Kippe. Wiedersehen. Jetzt, Mama. Ich bin gerade mittendrin. Verstehe. Lass sie nicht stören. Warte. Mama! Dumm gelaufen. Das kann man wohl sagen. Ich war auf alles gefasst. Dass das Papierlager abbrennt oder dass das Holz unerschwinglich wird, aber auf sowas. Dass Schwalbermal stirbt, war doch abzusehen. Ja, natürlich. Aber dass da plötzlich jemand auftaucht und sein Geld zurückfordert, einfach so. Es gibt eben Leute, für die ist Besitz nur bare Münze und nicht mit Tradition belastet wie bei dir. Belastet? Die Firma ist unser Leben. Dein Leben, Mama, deins. Was willst du damit sagen? Vielleicht nimmst du die ganze Angelegenheit einfach zu ernst. Ich fürchte, ich kann es gar nicht ernst genug nehmen. Hi. Hi. Sind die Kinder noch nicht zurück? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesmal aus diesem Schlamassel rauskomme. Vicky, ich kann verstehen, dass du sehr enttäuscht bist. Lass mal gut sein. Wir kommen schon klar. Ich meine, ich hätte auch gerne wieder gearbeitet. Ein bisschen extra Geld, aber wir haben uns halt geeinigt, dass ich bei den Kindern bleibe. Ist doch schön für dich. Ach, das sagst ausgerechnet du. Du hast doch immer den Beruf an erste Stelle gesetzt. Bei mir ging es nicht anders. Bist du dir da so sicher? Ja.
Und hier sehen Sie den größten Champion aller Zeiten. Er hat uns alle schachmatt gesetzt. So, dann lass mal losgehen. Barbara hat zu tun. Viel Glück. Still. Aber wenn ihr so viel in Paris liegt, vielleicht geht es ja auch eine Nummer kleiner. Wir könnten ein Hotel in einem Außenbezirk oder... Warum übernachten wir nicht gleich auf dem Bahnhof? Das kostet gar nichts. Nein, Rainer. Wir haben uns jedes Detail dieser Reise ausgemalt. Wir wollten uns wie die Könige fühlen. Max? Peter? In einer halben Stunde ist Abmarsch. Muss ich dann mit dem Flieger fertig machen? Wir wollten nachher Fußball gucken. Und Fußball können wir auch bei Oma gucken. Oh, das ist so ätzend. Also einmal die Woche Familie, das ist wohl nicht zu viel verlangt, oder? Das hat mir auch nicht geschadet, oder? Das sei noch mal dahingestellt. Du stehst doch nach wie vor unter Barbaras Fuchtel. Warum hast du ihr nicht widersprochen? Du, sie hat nun mal die Verantwortung dafür, dass die Finanzen stimmen. Die spinnt doch. Ihre Sparsamkeit ist schon pathologisch. Die weiß schon, was sie tut. Außerdem haben wir das gemeinsam beschlossen. Gemeinsam? Sie mimt die feine Dame und überlässt dir die Knochenarbeit. Du, ich bin nun mal der Praktiker und sie der bessere Organisator. Sowas nennt man klare Arbeitsteilung, das weißt du doch. Ich geh nur weiter in die Tasche. Aber von Verantwortung auf Augenhöhe kann doch überhaupt nicht die Rede sein. Ich will da heute nicht hin. Sag ihnen, ich hab Migräne. Du hast nie Migräne, Schatz. Jetzt komm schon. Ach, das ist einfach eine Riesenkacke. Ich habe mich so auf diese Reise gefreut. Ja, ich doch auch. Jetzt komm! Hallo. 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 Wohnt ihr hier? Nö, wir sind nur mittwochs da. Familientag. Wahrscheinlich kriegt eins auf die Rübe. Dann ist das im Moment wohl ein bisschen schlecht, hä? Ich komme einfach später noch mal wieder. Könnt ihr das bitte Frau Maybach geben? Ja. Welcher? Mami oder Omi? Oder Tante Barbara? Der hier. Komm hier. Tschüss. Leise. Na, wie hat die Silke reagiert? Rühr lieber nicht dran, sonst geht sie hoch. Warte, auf Wiedersehen. Dann, bis bald. Klug, in der Art zu brüskieren? Klug oder nicht, der will es ruinieren, Mama. Wie soll ich denn so viel Geld flüssig machen? Der Maschinenschaden, der Verdienstausfall und jetzt auch noch das. Trotzdem, ich kenne dich so gar nicht. Ist doch sonst die Höflichkeit in Person. Hast du schon mal davon gehört, dass man Unheil wittern kann, Mama? Esoterik ist nun wirklich nicht dein Ding. Eine handschriftliche Urkunde im Stil der historischen Pachtverträge. Entschuldigung, dürfen wir Sie einen Moment allein lassen? Ja, selbstverständlich. Kleiner, komm. Was gibt's denn? Der Mensch da draußen ist der Erbe von unserem stillen Teilhaber. Nur ist jetzt nichts mehr mit still. Der will, dass wir ihn auszahlen. Das ist ein Scherz. Das ist kein Scherz. Schwesterchen, du weißt doch, es wird selten so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Keine Kalenderweisheiten. Der sieht nicht aus wie ein Monster. Ach komm, der weiß doch selbst, dass er was Unsinniges verlangt. Mach's mit Charme. Du wirst ja wohl noch wissen, wie man einen Mann um den Finger wickelt. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Sei sanft, sexy, verführerisch. Du machst es schon. Toll.
Mama, wenn irgendwas ist, ich bin oben im Forst. Soll ich da mal anrufen? Ich glaube nicht, dass der blöfft. Was hat er denn auf den Zettel geschrieben? Seine Handynummer. Was hat sie denn vor? Schätze, dass sie das selbst noch nicht weiß. Ich möchte jetzt nicht in ihrer Haut stecken. Mama, ich habe Silke versprochen, mich nachher um die Kinder zu kümmern, aber ich muss noch mal wegen der neuen Maschine. Mach dir keine Sorgen. Danke. Hi. Hallo. In 5 Minuten gibt's Essen. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Na, dann muss deine Schwester halt mal beweisen, was sie wirklich drauf hat. Silke, es geht dir nicht darum, irgendeinen Coup zu landen. Unser aller Existenz steht auf dem Spiel. Na, so schlimm wird's schon nicht werden. Sonst muss sie halt aus ihrer heißgeliebten Villa ausziehen. Und dann zieht Mama zu uns, ja? Was ist denn das eigentlich für ein Typ? Wer? Na, der echt die Helle heiß macht. Wieso? Spinnt doch. Ihre Sparsamkeit ist schon pathologisch. Die weiß schon, was sie tut. Außerdem haben wir das gemeinsam beschlossen. Gemeinsam? Sie mimt die feine Dame und überlässt dir die Knochenarbeit. Du, ich bin nun mal der Praktiker und sie der bessere Organisator. Sowas nennt man klare Arbeitsteilung, das weißt du doch. Ich will dir nur weiter in die Tasche. Aber von Verantwortung auf Augenhöhe kann doch überhaupt nicht die Rede sein. Ich will da heute nicht hin. Sag ihnen, ich habe Migräne. Du hast nie Migräne, Schatz. Jetzt komm schon. Ach, das ist einfach eine Riesenkacke. Ich habe mich so auf diese Reise gefreut. Ja, ich doch auch. Wohnt ihr hier? Nö, wir sind nur mittwochs da. Familientag. Wahrscheinlich kriegt eins auf die Rübe. Dann ist das im Moment wohl ein bisschen schlecht, hä? Ich komme einfach später noch mal wieder. Könnt ihr das bitte Frau Maybach geben? Welcher? Mami oder Omi? Oder Tante Barbara? Der hier. Komm hier. Tschüss. Na, wie hat die Silke reagiert? Rühr lieber nicht dran, sonst geht sie hoch. Du? Warum wollte er nicht reinkommen? Er hat gesagt, er kommt ein andermal. Die sind nicht für dich. Die sind für Tante Barbara. Den hast du mitgenommen. Max, Peter, stopp! Nehmt es mit ins Esszimmer. Aufpassen. Nee, aber wo sind die Gläser? Wo sind die Gläser? Ja, stell das da drüben an. Kannst du schon mal das Gespräch verteilen? Hallo! Mach dich mal nicht allein. Wer hat denn gestern ins Zimmer aufgerollt? Du hast ja mit Laden gespielt. Hallo, mein Schatz. Hallo, Mama. Hallo, Ina. Hi. Hallo. Frau Herzog. Yeah. Schön, dass du kommst, trotz Examenstress. Diesmal bleibe ich auch ein paar Tage. Hier werde ich weniger abgelenkt. Wenn das mal kein Vorsatz bleibt. Definitiv nicht. Nur wenn sie mir meine Zeit stehlen. Ich habe nämlich noch einen Termin, falls Sie wissen, was ich meine. Geht's auch ein bisschen schneller? Geht es auch ein bisschen freundlicher? Was? Die Art und Weise, wie Sie mir Ihr Anliegen unterbreiten? Ich habe kein Anliegen, ich habe keine Zeit. Kennen Sie die Definition von Zeit?
Zeit ist das im menschlichen Bewusstsein individuell erlebte Vergehen von Gegenwart. Toll! Reicht es für beides? Ja. Servus, Toni. Servus. Und die historische Kennen Sie diese Lady? Klar, ist die Chefin der Papierfabrik. Maybach Papier? Mhm. Das hat sich erledigt. Wie, die hat für mich bezahlt? Ist mir noch nie passiert. Was haben Sie, das ich nicht habe? Hm? Hallo. Hi, Dad. Hi, Dad. Yeah. Hallo, mein Schatz. Ja. Du wirst es nicht glauben, aber es klappt wirklich mit diesem super schnuckeligen kleinen Hotel in Saint-Germain. Super schnucklig und super teuer. Hier, schau mal, mehr Paris geht wirklich nicht. Hier, man sieht vom Bett aus über die Dächer direkt auf Notre Dame. Wir brauchen nur zu bestätigen. Silke? Ob das mit diesem Candlelight-Dinner auf diesem Seine-Dampfer hinhaut, das weiß ich noch nicht. Aber ich bin genau dran. Du weißt doch, Audrey Hepburn und Cary Grant in Charade? Ich weiß nicht, wie... Du brauchst dir um Max und Peter keine Sorgen zu machen. Die freuen sich riesig, die Herbstferien bei ihren Cousins zu verbringen. Aus der Reise wird nichts. Wie jetzt? Die Ausschüttung fällt flach. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir müssen die Maschine ersetzen. Es geht nicht anders, sonst steht die Produktion still. Aber wenn dir so viel an Paris liegt... Vielleicht geht es ja auch eine Nummer kleiner. Wir könnten ein Hotel in einem Außenbezirk oder... Warum übernachten wir nicht gleich auf dem Bahnhof? Es kostet gar nichts. Nein, Rainer. Wir haben uns jedes Detail dieser Reise ausgemalt. Wir wollten uns wie die Könige fühlen. Max? Peter? In einer halben Stunde ist Abmarsch. Muss ich dann den Flieger fertig machen? Wir wollten nachher Fußball gucken. Und Fußball können wir auch bei Oma gucken. Oh, das ist so ätzend. Also einmal die Woche Familie, das ist wohl nicht zu viel verlangt, oder? Das hat mir auch nicht geschadet, oder? Ja. 35.000, bitteschön, Madame. Alles gezeigt. Vielen Dank für die Angestellten, danke. Bitte das Spiel zu machen. Was wird das? Damit wir unseren Einsatz behalten. Leg das sofort wieder hin. Wenn schon, dann denn schon. Dazu, bitte, ja? Mach ich. Darf ich vorstellen, Frau Herzog, Rizzi, hallo? Piet, Caruso und René, seines Zeichens Koch und gleichzeitig unser Schiedsrichter. Mariot. Na, ich werde wahnsinnig. Na, bravo. Ist das der Clou, den du uns angekündigt hast? Nein. Zieh die Haut ab, schmeckt trotzdem. Kein Kommentar. Das ist meine Schuld. Wir können ja morgen reden. Möchten Sie mitessen?
Nein, danke, ich habe keinen Hunger. Würde ich nur essen, wenn ich Hunger hätte, dann wäre das Leben verdammt freudlos. Lass mal gut sein, Manfred, ja. Also, ich fange nachher noch mal ganz von vorne an, klar? Kommen Sie. Ich dachte, die fliegen wieder davon. Hier versäume ich sowieso nichts. Es geht bestimmt noch bis spät in die Nacht. Kommen Sie. Was machen Sie denn noch alles? Weinhandlung, Restaurant? Ach, das ist ja nicht mehr in Betrieb. Dass ich dich hier finde. Sollst du nicht das Ochsenrennen fotografieren? Solltest du nicht am Schreibtisch sitzen? Du nervst. Ich nerv gerne. Ich mache mir Sorgen um dich. Wenn du dein Pensum nicht schaffst, dann wird deine Prüfungsangst immer schlimmer. Na und? Ist doch eh alles für die Katz. Ich sehe mich nicht in einem schicken Managerbüro und schon gar nicht als Mamas Nachfolgerin. Dann solltest du dir das vielleicht mal sagen. Und zwar genau so. Das erfährt sie schon auch früh genug. Spätestens, wenn ich durchs Examen gerasselt bin. Nina, das kann doch nicht sein. Ich meine, dass du dich hier die ganze Zeit rumquälst, nur um deiner Mutter zu gefallen. Ich soll das Handtuch werfen? Nee, eben nicht. Aber du kannst dich mal fragen, für wen du eigentlich lernst. Doch nicht für deine Mutter, oder? Seit wann spielst du den Moralapostel? Seit ich verstanden habe, dass das ein Fehler war, mein Studium hinzuschmeißen. So ein Titel, der öffnet nämlich Türen. Ist leider so. Und was ist, wenn ich gar nicht Karriere machen will? Ich kann mir durchaus Jobs vorstellen, wo ich mein Studium nutzen kann. Auch ohne Examen. Hast du da schon konkrete Pläne? Ja. Ich habe mit Papa telefoniert. Er wird versuchen, mich in einer internationalen Hilfsorganisation unterzukriegen. Afrika, Indien, Peru. Mir wäre alles recht. Aha, und warum hast du das nie erwähnt? Das ist nur, falls alle Stricke reißen. Ich weiß doch auch, dass es besser wäre, einen Abschluss zu haben. Na ja, ich könnte ja mitkommen. Du? Ja, warum nicht? Eine Auslandsreportage, Berichte aus Krisengebieten. Könnte ich vielleicht mal mein Image als Skandalfuzzi loswerden. Hallo? Hallo? Ja? Wollen Sie zu uns? Ich möchte gerne Herrn Maybach sprechen. Oh, der ist gerade weg. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich hätte schon gern persönlich mit ihm gesprochen. Marius Perlinger, mein Name. Der Marius Perlinger? Ach, Sie wissen, wer ich bin? Nein, aber Ihr Name hat einen Klang wie ein Donnerhall. Wegen Ihnen steht also meine Familie Kopf. Ist das so, ja? Ich muss eigentlich gerade los, aber kommen Sie doch einen Moment herein. Paris? Sowieso nicht zu rütteln. Vielleicht wollen Sie meine Anteile kaufen. Ach, leider ist das keine Frage von Wollen. Und Ihr Sohn? Wenn ja, müsste mir was entgangen sein. Aber reden Sie mit ihm. Er ist zum Mittagessen nach Hause gefahren. Sie könnten ihn dort noch erreichen. Später dann ist er außer Haus. Außer Ihrer Enkelin kenne ich dann alle Miteigner. Oh. Vorsicht, junger Mann. Tatsache oder nicht, aber dieses Wort könnte momentan eine Explosion hervorrufen. Danke für den Tipp. Wiederschauen. Wiederschauen. Sagen Sie, das alte Wirtshaus am Ende der Straße, ist da mittags geöffnet? Leider nein. Das ist seit langer Zeit außer Betrieb. Mein Mann hat es damals als Kantine für die Belegschaft ersteigert. Es war so ein sozialer Tick von ihm. Das hat sich aber nicht gerechnet. Ach, das Wirtshaus gehört zur Fabrik? Habe ich da jetzt was verraten? Nichts, was nicht aktenkundig wäre.
auch gewusst, dass ich dich hier finde. Sollst du nicht das Ochsenrennen fotografieren? Solltest du nicht am Schreibtisch sitzen? Du nervst. Ich nerv gerne. Ich mache mir Sorgen um dich. Wenn du dein Pensum nicht schaffst, dann wird deine Prüfungsangst immer schlimmer. Na und? Ist doch eh alles für die Katz. Ich sehe mich nicht in einem schicken Managerbüro und schon gar nicht als Mamas Nachfolgerin. Dann solltest du ihr das vielleicht mal sagen. Und zwar genau so. Das erfährt sie schon auch früh genug. Spätestens, wenn ich durchs Examen gerasselt bin. Ja, das kann doch nicht sein. Ich meine, dass du dich hier die ganze Zeit rumquälst, nur um deiner Mutter zu gefallen. Ich soll das Handtuch werfen? Nee, eben nicht. Aber du kannst dich mal fragen, für wen du eigentlich lernst. Doch nicht für deine Mutter, oder? Seit wann spielst du den Moralapostel? Seit ich verstanden habe, dass das ein Fehler war, mein Studium hinzuschmeißen. So ein Titel, der öffnet nämlich Türen. Ist leider so. Und was ist, wenn ich gar nicht Karriere machen will? Ich kann mir durchaus Jobs vorstellen, wo ich mein Studium nutzen kann. Auch ohne Examen. Hast du da schon konkrete Pläne? Ja. Ich habe mit Papa telefoniert. Er wird versuchen, mich in der internationalen Hilfsorganisation unterzukriegen. Afrika, Indien, Peru. Mir wäre alles recht. Aha, und warum hast du das nie erwähnt? Du machst das freiwillig, gell? Ist schon klar. Ach, gegen den ist auch kein Kraut gewachsen. Da hilft nicht mal Schlangengift. Was soll denn der alberne Fächer? Das ist ein Geschenk für Sie von der Firma Hyoto. Eine Spezialanfertigung aus Washi-Papier. Sehr edel. Ich habe übrigens Neuigkeiten, die Sie interessieren könnten. Verderben Sie mir bitte nicht einen Tag. Aber wenn es sein muss, um 7 im Dorfgasthof. Sehr gern. Das ist übrigens Herr Perlinger. Mhm. Der Mann, der unsere Firma verscherbeln will. Und das ist Alexander Sterntal. Ihm gehört dieses wunderbare Weingut. Schön für ihn. Musste das sein? Du musst es so sehen. Je früher du klare Verhältnisse schaffst, desto schneller ist dieser Albtraum vorbei. Ja? Ihnen aber gut, der Tapetenwechsel. Ein Kompliment aus Ihrem Mund. Kommen wir zur Sache. Ich bin hierher gekommen, damit Sie Ihren Urlaub entspannt genießen können. Ach, und das hängt ausgerechnet von Ihnen ab. Ja, ich habe nämlich eine gute und eine gute Nachricht. Welche möchten Sie zuerst hören? Lassen Sie diese seltsamen Sprüche doch weg. Also. Möchten Sie sich setzen? Ich habe mit den Japanern verhandelt. Sie wollen also an den Erstbesten verkaufen. Bravo. Nein, wenn es nach mir ginge, dann hat sich die Idee mit dem Verkauf erledigt. Ich habe mich inzwischen an den Gedanken gewöhnt. Ihre Entscheidung. Ich könnte Ihnen anbieten, meinen Anteil in der Firma zu lassen und mich wie mein Onkel aus den Geschäften rauszuhalten. Es gibt also keinen Grund, irgendetwas übers Knie zu brechen. Sind Sie inzwischen zum Samariter mutiert? Keine hochtrabenden Zukunftspläne mehr? Doch. Wo ist der Haken? Naja, die gäbe es, aber muss es nicht geben. Geht es auch etwas klarer? Überschreiben Sie mir das alte Wirtshaus. Mein Freund René und ich würden ein Schmuckstück daraus machen. 3 Sterne mindestens. Mitten im Bayerischen Wald. Na, in Frankreich funktioniert sowas bestens. Und wir beide sitzen ständig im Genick. Kommt dir das nicht ein bisschen komisch vor? Meine Vorteil-Nachteil-Rechnung tendiert eindeutig zu Vorteil. Was ist, wenn ich Ihnen das Wirtshaus nicht überlasse? Dann löse ich München trotzdem auf und miete mich bei Freunden in einem Weingut an. Es gibt verschiedene Optionen. Wir haben uns halt geeinigt, dass ich bei den Kindern bleibe. Ist doch schön für dich. Ach, das sagst ausgerechnet du. Du hast doch immer den Beruf an erste Stelle gesetzt. Bei mir ging es nicht anders. Bist du dir da so sicher? Und hier sehen Sie den größten Champion aller Zeiten. Er hat uns alle schachmatt gesetzt. Oh. Bravo. So, dann lass mal losgehen. Barbara hat zu tun. Viel Glück. Was kannst du mit der Wette? Ja.
eigentlich klar, dass dieser Typ hier jederzeit einziehen könnte? Wie konnte der Papa einem wildfremden Menschen das Wohnrecht im Haus einräumen? Aus Dankbarkeit? Schwalber hat damals den sicheren Konkurs verhindert. Und dein Vater wollte sich revanchieren und hat festgelegt, dass Schwalber zeitlebens hier wohnen könnte, falls er mal in die Bredouille gerät. Nur hat er dabei übersehen, dass das nicht nur für seinen Freund gilt, sondern auch für seinen Erben. Versuche abzuschalten. Der neue Tag ist eine Sache von morgen. Das ist ein Haiku. Und was bedeutet das? Kommt Zeit, kommt Rat. Ach, Mama. Dich bringt wohl gar nichts aus der Ruhe. Wenn du dich da mal nicht täuscht, Kind. Ich glaube, da ist jetzt der Jurist gefragt. Ich schau morgen früh beim Peter vorbei. Vielleicht kann der mir sagen, wie wir da mit einem blauen Auge davonkommen. Ina? Ina! Ich will dich gar nicht lange stören, ich bin auch gleich wieder weg. Aber ich habe dich jetzt ein Doping mitgebracht. Eiweiß fürs Gehirn und Zucker für die Nerven. Ina? Haben Sie Angst, dass Ina bei uns verhungert? Nee, wer kommt denn auf sowas? Ich bin sicher, dass ihr die nötige Anzahl Kalorien zugeführt wird. Aber meine Mutter hat immer gesagt, ein bisschen Sündigen zwischendrin ist keine Sünde, wenn es die Moral hebt. Ist Ina gar nicht da? Ich denke, sie ist bei Ihnen. Guten Tag. Ach, sie trauen sich was. Marschieren so einfach in die Höhle des Löwen. Der Löwin, würde ich eher sagen. Ist sie da? Barbara hat einen Termin. Bitte. Danke. Was machen Sie nur, dass sie sofort auf die Palme geht, sobald sie auftauchen? Hm? Vielleicht gefällt. Vielleicht kann der mir sagen, wie wir da mit dem blauen Auge davonkommen. Ina? Ina! Ich will dich gar nicht lange stören, ich bin auch gleich wieder weg. Aber ich habe dich jetzt ein Doping mitgebracht. Eiweiß fürs Gehirn und Zucker für die Nerven. Ina? Haben Sie Angst, dass Ina bei uns verhungert? Nee, wer kommt denn auf sowas? Ich bin sicher, dass ihr die nötige Anzahl Kalorien zugeführt wird. Aber meine Mutter hat immer gesagt, ein bisschen Sündigen zwischendrin ist keine Sünde, wenn es die Moral hebt. Ist Ina gar nicht da? Ich denke, sie ist bei Ihnen. Guten Tag. Ach, sie trauen sich was. Marschieren so einfach in die Höhle des Löwen. Der Löwin, würde ich eher sagen. Ist sie da? Barbara hat einen Termin. Bitte. Danke. Was machen Sie nur, dass sie sofort auf die Palme geht, sobald sie auftauchen? Hm? Vielleicht gefalle ich ihr. So wird es sein. Aber ich wollte auch gar nicht zu Ihrer Tochter. An Ihrer Meinung ist ja sowieso nicht zu rütteln. Vielleicht wollen Sie meine Anteile kaufen. Ach, leider ist das keine Frage von Wollen. Und Ihr Sohn? Wenn ja, müsste mir was entgangen sein. Aber reden Sie mit ihm. Er ist zum Mittagessen nach Hause gefahren. Sie könnten ihn dort noch erreichen. Später dann ist er außer Haus. Außer Ihrer Enkelin kenne ich dann alle Miteigner. Oh, Vorsicht, junger Mann. Tatsache oder nicht, aber dieses Wort könnte momentan eine Explosion hervorrufen. Danke für den Tipp. Wiederschauen. Wiederschauen. Sagen Sie, das alte Wirtshaus am Ende der Straße, ist da mittags geöffnet? Leider nein. Das ist seit langer Zeit außer Betrieb. Mein Mann hat es damals als Kantine für die Belegschaft ersteigert. Es war so ein sozialer Tick von ihm. Das hat sich aber nicht gerechnet. Ach, das Wirtshaus gehört zur Fabrik? Habe ich da jetzt was verraten? Nichts, was nicht aktenkundig wäre. Thank you.
doch gewusst, dass ich dich hier finde. Ina, kann ich mit dir reden? Nicht jetzt, Mama. Ich bin gerade mittendrin. Verstehe. Lass sie nicht stören. Warte. Mama! Dumm gelaufen. Das kann man gut sagen. Ich war auf alles gefasst. Dass das Papierlager abbrennt oder dass das Holz unerschwinglich wird, aber auf sowas? Dass Schwalber mal stirbt, war doch abzusehen. Ja, natürlich. Aber dass da plötzlich jemand auftaucht und sein Geld zurückfordert, einfach so. Es gibt eben Leute, für die ist Besitz nur bare Münze und nicht mit Tradition belastet wie bei dir. Belastet? Die Firma ist unser Leben. Dein Leben, Mama, deins. Was willst du damit sagen? Vielleicht nimmst du die ganze Angelegenheit einfach zu ernst. Ich fürchte, ich kann es gar nicht ernst genug nehmen. Hi. Hi. Sind die Kinder noch nicht zurück? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesmal aus diesem Schlamassel rauskomme. Vicky, ich kann verstehen, dass du sehr enttäuscht bist. Lass mal gut sein. Wir kommen schon klar. Ich meine, ich hätte auch gerne wieder gearbeitet. Ein bisschen extra Geld, aber wir haben uns halt geeinigt, dass ich bei den Kindern bleibe. Ist doch schön für dich. Ach, das sagst du ausgerechnet, du. Du hast doch immer den Beruf an erste Stelle gesetzt. Bei mir ging es nicht anders. Ja, ich hab mich angestrengt. Bist du dir da so sicher? Und hier sehen Sie den größten Champion aller Zeiten. Er hat uns alle schachmatt gesetzt. Oh. So, dann lass mal losgehen. Barbara hat zu tun. Viel Glück. Ist dir eigentlich klar, dass dieser Typ hier jederzeit einziehen könnte? Wie konnte der Papa einem wildfremden Menschen das Wohnrecht im Haus einräumen? Aus Dankbarkeit? Schwalber hat damals den sicheren Konkurs verhindert. Und dein Vater wollte sich revanchieren und hat festgelegt, dass Schwalber zeitlebens hier wohnen könnte, falls er mal in die Bredouille gerät. Gelingt. Wenn das mal kein Vorsatz bleibt. Bisschen Ablenkung darf sein, oder? Ina! Hallo, Omi! Hallo. Hast du deinen Verehrer endlich eingeladen? Flüstern verboten. Na, sag schon, kommt er? Ich bin schon gespannt. Omi, du hast dich doch nicht getraut. Und du kneifst. Wieso? Na, warst du nicht vorhin schon mal da? Ich? Also, zu meiner Zeit haben die Verehrer der Töchter den Müttern Blumen gebracht. Du drehst den Spieß um. Verzeih, meine Liebe, aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ah, ja. Hier geht's rein. Das ist Roland Meissner, ein Bekannter, meine Tochter Barbara. Freut mich. Angenehm. Hallo, Rainer, ich bin der Sohn. Ah ja, Roland Meissner. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ja, gerne. Sieht nett aus, der Herr Meissner. Bin ich aber froh, dass er dir gefällt. Hat er Familie? Ich meine, was macht er denn so? Kennst du den schon lang? Was meinst du mit lang? Naja, du lädst ihn zu uns nach Hause ein. Es fehlt nur noch die Frage, ob es etwas Ernstes ist mit uns beiden. Ist es was Ernstes? Übrigens, wer schenkt dir seit neuestem Blumen? Mir? Na, der Strauß dort. Ja, Mama. Ina, kommt ihr zum Essen? Vorschlag. Wir bringen dieses Essen hinter uns
Und danach kommst du mit zu mir, okay? Heute nicht. Mama sieht mich so selten. Wie oft haben wir uns letztes Semester gesehen? Machst du mir jetzt auch noch Stress? Klar. Wieder, Schatz. Schon unterwegs. Dann schläfst du eben hier. Nee, das halte ich für keine gute Idee. Deine Mutter muss sich ja so schon zusammenreißen. Presse-Heini an ihrem Familientisch. Was bildest du dir ein? Leider nicht. Wir sind heute schon mal aneinander geraten, im Rathaus. Sie wäre fast auf unserer Titelseite gelandet. Maybach versaut unser Grundwasser oder sowas. Ausgerechnet wir? Eben. So Umweltschützer, die hatten mir gesteckt, dass der Landrat sie zu dem Vorwurf hören will. War natürlich nichts dran, aber sie dachte, ich habe die Sache angezettelt. Okay. Man hat dir gar nichts angemerkt. Respekt. Ja, Kontenance ist eben alles, aber wir sollten das nicht überstrapazieren. Manchmal glaube ich, sie hätte sich was Seriöseres für ihre Tochter gewünscht. Also die Tochter. Die fände den ziemlich sexy, diesen Klatschreporter. Hab ich doch gewusst, dass ich dich hier finde. Sollst du nicht das Ochsenrennen fotografieren? Solltest du nicht am Schreibtisch sitzen? Du nervst. Ich nerv gerne. Ich mach mir Sorgen um dich. Wenn du dein Pensum nicht schaffst, dann wird deine Prüfungsangst immer schlimmer. Na und? Ist doch eh alles für die Katz. Ich sehe mich nicht in einem schicken Managerbüro und schon gar nicht als Mamas Nachfolgerin. Dann solltest du dir das vielleicht mal sagen. Und zwar genau so. Das erfährt sie schon auch früh genug. Spätestens, wenn ich durchs Examen gerasselt bin. Ja, das kann doch nicht sein. Ich meine, dass du dich hier die ganze Zeit rumquälst, nur um deiner Mutter zu gefallen. Ich soll das Handtuch werfen? Nee, eben nicht. Aber du kannst dich mal fragen, für wen du eigentlich lernst. Doch nicht für deine Mutter, oder? Seit wann spielst du den Moralapostel? Seit ich verstanden habe, dass das ein Fehler war, mein Studium hinzuschmeißen. So ein Titel, der öffnet nämlich Türen. Ist leider so. Und was ist, wenn ich gar nicht Karriere machen will? Ich kann mir durchaus Jobs vorstellen, wo ich mein Studium nutzen kann. Auch ohne Examen. Hast du da schon konkrete Pläne? Ja. Ich habe mit Papa telefoniert. Er wird versuchen, mich in einer internationalen Hilfsorganisation unterzukriegen. Afrika, Indien, Peru. Mir wäre alles recht. Aha, und warum hast du das nie erwähnt? Das ist nur, falls alle Stricke reißen. Ich weiß doch auch, dass es besser wäre, einen Abschluss zu haben. Na ja. Ich könnte ja mitkommen. Du? Ja, warum nicht? Eine Auslandsreportage, Berichte aus Krisengebieten. Könnte ich vielleicht mal mein Image als Skandalfuzzi loswerden. Hallo? Hallo? Ja? Wollen Sie zu uns? Ich möchte gerne Herrn Maybach sprechen. Oh, der ist gerade weg. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich hätte schon gern persönlich mit ihm gesprochen. Marius Perlinger, mein Name. Der Marius Perlinger? Ach, Sie wissen, wer ich bin? Nein, aber Ihr Name hat einen Klang wie ein Donnerhall. Wegen Ihnen steht also meine Familie Kopf. Ist das so, ja? Ich muss eigentlich gerade los, aber kommen Sie doch einen Moment herein. Oh, Paris? Ihre Lieblingsstadt? Das hätten Sie jetzt besser nicht gefragt. Ich war noch nie in Paris. Und Sie sind der Grund, warum ich mir diese Reise jetzt völlig abschminken kann. Wieso das denn? Mit der dunkleren Farbmischung wird das perfekt. Hallihallo. Hat euch der Abt tatsächlich das wertvolle Stück überlassen? Ja. Unter der Bedingung, dass ich sie hüte wie mein Augapfel und nachts in den Tresor sperre. Wie war dein Wochenende? Super. Ach, würdest du uns einen Moment allein lassen, Sonja? Ach so, ja. Hat deine gute Laune einen Grund? Hast du den Perlinger Schock überwunden? Ja, so gut ist die Laune auch wieder nicht. Aber ich habe mich entschlossen, den Stier bei den Hörnern zu packen und den Herrn zu uns in die Villa eingeladen, damit er die Familie kennenlernt. Und was versprichst du dir davon? Ich möchte, dass er den Menschen, mit deren Wohlergehen er jongliert, in die Augen schaut. Vielleicht denkt er dann anders. Und wenn nicht? Ja, dann mache ich den Spuk ein Ende und nehme die Japaner mit ins Geschäft.
Aber das wolltest du doch auf keinen Fall. Ich habe keine andere Möglichkeit. Sagt der Silke, sie soll nur guten Tag sagen und dann kann sie wieder gehen. Ich möchte, dass die Familie beieinander ist. Du, Mama. Hm? Der Tankwart hat doch tatsächlich behauptet, er hätte dich im Spielcasino gesehen. Auf so eine Schnapsidee muss man erst mal kommen. Was macht der Tankwart im Casino? Vielleicht steht ihm das Wasser bis zum Hals wie uns. Und da setzt man sich ans Roulette? Abstruse Idee. Hallo, Barbara. Hallo. 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 Waren Sie inzwischen in Sommerkant? Noch nicht. Ja, wir kennen uns noch nicht. Maybach. Karlinger, das freut mich. Jungs, bleib doch bitte da vorne. Geh nicht raus. Ja? Also, meine Lieben, ich mache es kurz. Mit unserem neuen Teilhaber habt ihr euch ja schon bekannt gemacht. Und weil wir so einträchtig zusammen sind, möchte ich die Gelegenheit nutzen, wieder mal auf unsere Familie anzustoßen. Sollten Sie nicht erst mal meinen Vorschlag erwähnen? Vielleicht will ja dann gar keiner mehr mit mir trinken. Wenn Sie meinen. Herr Perlinger glaubt doch tatsächlich, dass wir bereit wären, unsere Firma zu verkaufen. Also tun wir ihm den Gefallen und stimmen ab. Wer ist für Verkauf? Du solltest wenigstens das Für und Wider auf den Tisch legen, bevor du so eine wichtige Entscheidung übers Knie bringst. Es gibt keine Für. Schon der Gedanke ist absurd. Für dich vielleicht. Würdest du dich bitte raushalten, Silke? Das ist eine Entscheidung, die dich nicht betrifft. Silke betrifft diese Entscheidung genauso wie alle anderen auch. Ich habe keine Lust mehr, mich rauszuhalten. Seit 15 Jahren bade ich aus, was du in deinem stillen Kämmerlein so entscheidest. Natürlich zu unser aller Wohl. Das ist schon ein Witz, dass du das Wort Abstimme überhaupt in den Mund nimmst. Warum sollen wir den Verkauf nicht einfach mal durchspielen, Barbara? Rein hypothetisch. Finde ich auch. Wenn es die Gemüter beruhigt. Das bringt doch nichts, Mama. Wir alle wissen, dass die Firma die Basis ist, unserer Zukunft gelassen entgegenzusehen. Was die Finanzen betrifft. Ja, natürlich auch. Du brauchst dir keine Gedanken machen, ob du nach dem Examen einen Job findest, wie die meisten deiner Kommilitonen. Vielleicht wollen sie ja die gesamte Anlage kaufen. Muss das sein? Also, wozu diese Eile? Ja, Sie haben ja gehört, dass ich mich um einen Käufer kümmern soll. Gibt es noch andere seriöse Interessenten? Suchst du was Bestimmtes? Entschuldigung, wird dieses Gut immer noch von den Sterntals geführt? Ja, aber der Boss ist leider in den Weinbergeln draußen. Der Alexander Sterntal. Kann ihm was ausrichten? Ach nein, ich komme noch mal vorbei. Das heißt, mein Name ist Barbara Maybach. Wir kennen uns von früher, von ganz früher. Wenn er Lust hat, über die alten Zeiten zu plaudern, ich wohne für ein paar Tage unten im Törgelhof. Ist in Ordnung, bei dem Haus. Danke. Danke, wiedersehen. Wiedersehen. Ja, das ist mein ganz besonderes Steckenpferd. Also, tschüss. Tschüss. Sehen Sie das? Fühlen Sie mal die Struktur. Das macht uns keiner nach. Für Sie ist das einfach nur Papier, ja? Nein, nein, nein. Naja. Geben Sie sich keine Mühe. Mit Wein ist es bei mir das Gleiche. Es gibt roten und weißen. Für den Kenner wie Sie ist das ein absolutes Unding. Apropos Wein, sagen Sie, das Wirtshaus, das gehört doch mit zum Gesamtbesitz, oder? Könnte ich mir das mal anschauen? Das Letzte, was hier drin stattfand, war eine Weihnachtsfeier. Das ist ja ein Juwel. Ist die Küche okay? Die haben wir sogar mal komplett erneuern lassen. Hey. Und was ist oben? Naja, niedrige kleine Zimmer, wie das eben so ist in diesen Häusern. Vielleicht kriegen wir die Kneipe ja wieder in Schwung. Wer sollte da Interesse haben? Die Japaner zum Beispiel. Falls die kaufen, können sie einen Running Sushi draus machen für die Belegschaft. Und morgens beginnen wir den Tag mit Tai Chi. Tai Chi kommt aus China.
Oder wie ich ihr helfen könnte. Zerbrich dir doch jetzt nicht den Kopf darüber. Der neue Tag ist eine Sache von morgen. Wenn es sein muss, findet sich immer eine Lösung. Klar? Ja. Du ziehst einfach so ganz nebenbei eine Million aus dem Zauberhut. Bist du in Wirklichkeit sowas wie Onassis? Lebst nur zur Tarnung im Seniorenstift? Als ob alles immer nur mit Geld zu regeln wäre. Ich fürchte in diesem Fall schon. Du bist doch klug. Wir melden dich bei einer dieser Rateshows an. Sieger! Hey! Theo, du Flasche, der Junge ist 12. Toll. Guten Tag. Hallo. Bitte kommen Sie rein. Danke. Bitte sehr. Nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie Kaffee oder ist das in Ordnung mit dem Wein? Ach, Wein ist okay. Das ist nicht irgendein Wein. Der stammt von dem Gut, das Ihr Onkel so mochte. Wir bestellen immer noch regelmäßig ein paar Kisten. Aber der hier ist einer von den Flaschen, die mein Vater noch gekauft hat. Schön haben Sie es hier. Wem sagen Sie das? Diese riesige Tanne da, die hat mein Vater gepflanzt, als ich geboren wurde. Und die Rotbuche, als mein Bruder zur Welt kam. Entschuldigen Sie, ich bin heute etwas sentimental. Das liegt wohl an Ihnen. Mir ist plötzlich klar geworden, wie schnell man das, was man liebt, verlieren kann. Wollen Sie mir jetzt ein schlechtes Gewissen einreden? Hätte ich eine Chance? Schon, aber es ändert natürlich nichts an den Fakten. Sie bestehen also darauf, dass wir Sie auszahlen. Warten Sie, ich mach das schon. Ich mach das. Schloss Sterntal. Die Tage dort gehören zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Hoffentlich ist der Wein nicht umgekippt. Doch, kann man trinken. Und wie stellen Sie sich das praktisch vor? Wie soll eine Firma, wie wir es sind, von auf ein Glas Wein? Einverstanden. Okay. Kann ich für dich auch irgendwas Gutes tun? Zuckerwatte. Was sollte ich meiden? Gebrannte Mandeln. Ach, meine Zähne. Vielleicht eine Schmalznudel. Zu viel Fett. Ja, ich zahle dann mal die Zuckerwatte. Dankeschön. Recht schönen Dank. Gibt es irgendwas in unserem Alter, das wir genießen dürfen, ohne an die Folgen denken zu müssen? Es lohnt sich, das mal aufzulisten. Ja. Aber mit den jungen Leuten möchte ich auch nicht tauschen. Wenn ich nur wüsste, was ich Barbara raten oder wie ich ihr helfen könnte. Zerbrich dir doch jetzt nicht den Kopf darüber. Der neue Tag ist eine Sache von morgen. Wenn es sein muss, findet sich immer eine Lösung. Klar? Ja. Du ziehst einfach so ganz nebenbei eine Million aus dem Zauberhut. Bist du in Wirklichkeit sowas wie Onassis? Lebst nur zur Tarnung im Seniorenstift? Als ob alles immer nur mit Geld zu regeln wäre. Ich fürchte in diesem Fall schon. Du bist doch klug. Wir melden dich bei einer dieser Rateshows an. Sieger! Hey! Theo, du Flasche, der Junge ist 12. Toll.
Hallo. Bitte kommen Sie rein. Danke. Bitte sehr. Nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie Kaffee oder ist das in Ordnung mit dem Wein? Ach, Wein ist okay. Das ist nicht irgendein Wein. Der stammt von dem Gut, das Ihr Onkel so mochte. Wir bestellen immer noch regelmäßig ein paar Kisten. Aber der hier ist einer von den Flaschen, die mein Vater noch gekauft hat. Schön haben Sie es hier. Wem sagen Sie das? Diese riesige Tanne da, die hat mein Vater gepflanzt, als ich geboren wurde. Und die Rotbuche, als mein Bruder zur Welt kam. Entschuldigen Sie, ich bin heute etwas sentimental. Das liegt wohl an Ihnen.